Ich fand als Kind so Mentalmagie, Zauberei, Fingerfertigkeit unfassbar spannend und habe mir auch so Uri Geller und das ganze Programm gegeben als Kind. Ich wusste als Kind schon, dass es alles wahrscheinlich Schwachsinn ist. Und mit der Skepsis könnte man jetzt sagen, okay, eigentlich müsste ich mich damit gar nicht weiter auseinandersetzen. Aber ich bin dann über Thorsten gestoßen, der selber Mentalmagier ist und die Medien bezeichnen ihn als Gedankenleser. Und als ich mit ihm gesprochen habe, hat er auch gesagt, hey, ich bin hier, um Leute zu unterhalten und nicht ihnen zu sagen, dass ich irgendeinen übernatürlichen Hokuspokus mache. Wenn ein Mensch so krass mit meiner Wahrnehmung spielen kann, ich bin extrem skeptischer Mensch und ich schaue ganz genau hin und wenn ich mir keine Videos vom maskierten Magier angucken kann, wie der Zaubertrick wirklich funktioniert, muss ich wirklich sagen, dass das extrem faszinierend ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, aus der Sicht eines Mentalmagiers, die manipulieren ja unsere Wahrnehmung, unsere vielleicht sogar Emotionen, unsere Gedanken und lassen uns etwas glauben, wo wir offensichtlich wissen, das ist eine Lüge. Das ist eigentlich ein ziemlich krasser Skill, wenn man sich das überlegt. Jetzt könnte man sagen, das ist alles nur Fingerfertigkeit und extrem schnell und das sind Tricks, die einen Ablauf haben. Aber auf der anderen Seite ist das so gut präsentiert, dass wir verblüfft sind, dass wir irgendwie daran glauben. Also falls euch diese Sachen interessieren, werdet ihr wirklich Spaß haben mit diesem Podcast. Über all das sprechen wir heute nämlich. Viel Spaß mit dem Podcast. Sag mir mal, Thorsten, wie würdest du dich selber beschreiben? Weil ich habe die Sendung bei Raab gesehen, wo du gesagt hast, dass das dir immer du das als große Schwäche empfunden hast, dass du dich nicht in eine Schublade stecken kannst. Ja. Wie würdest du jetzt deine Fähigkeiten, die Dinge, die du gerne machst, die Dinge, die Bestandteil sind deiner Show und all das beschreiben? Also was ist das alles? Also ich mag das Wort Mentalkünstler sehr gern, weil es hat einen künstlerischen Aspekt. Ich möchte Menschen unterhalten mit dem, was ich mache. Ich möchte mit dem, was ich auf der Bühne zeige, Menschen inspirieren. Ja? Und das alles im Bereich des Mentalen, also unseres Geistes. Als ich angefangen habe, ich habe mit diesen ganzen Themen mich befasst, also insgesamt seit 1986, da hatte ich mein erstes Erlebnis, da habe ich angefangen, mich mit Zauberkunst zu befassen. Also Kartentricks gelernt oder Tücher verschwinden lassen und an anderen Stellen wieder erscheinen lassen und so. Da habe ich dann sehr intensiv befasst mit Zauberkunst. Da war also ganz klar, wenn einer mich gefragt hat, was machst du? Damals ja noch als Schüler, was machst du als Hobby? Da habe ich gesagt, ich bin Zauberkünstler. Das war also tatsächlich ein Begriff, den gab es. Und ich habe dann aber so um die Jahrtausendwende rum, also 2000, weiß ich noch ganz genau, da habe ich für mich den Entschluss gefasst, ich möchte mich da weiterentwickeln und in ein anderes Genre wechseln und bin dann Mentalist geworden. Jetzt gab es aber das Wort Mentalist im Jahr 2000 in Deutschland so noch nicht. In England oder in Amerika war das ein bekanntes Wort. Da gibt es auch eine längere Tradition hinter dieser Kunstform, aber in Deutschland wusste keiner, was das ist. Und da haben wir dann lange überlegt, ja, wie nennst du das? Irgendwann kam dann der Begriff Gedankenleser. Der kam gar nicht von mir, der kam von Sat.1. Ich hatte dann 2004 hatte ich eine Sendung bei Sat.1 und die haben die genannt der Gedankenleser. Und da dachte ich mir, oh, das ist ein gutes Wort, aber so ganz trifft es den Kern ja auch nicht. Sodass ich immer rumgeeiert habe und hatte nie diese eine Schublade, in die man mich da stecken konnte, was es für die Positionierung schwer gemacht hat. Aber für meine Entwicklung war das schön, weil ich immer frei war in dem, was ich noch alles für mich lernen kann und was ich noch alles für mich entdecken kann. Und inzwischen finde ich Mentalkünstler, Mentalist oder Gedankenleser. Das sind so die drei Worte. Und ich nenne die auch meistens in einem. Wenn also einer sagt, was machst du beruflich? Sag ich, ja, ich bin Mentalkünstler. Manche sagen auch Mentalist oder Gedankenleser. Und in dem Bereich, da habe ich Bücher geschrieben, da zeige ich Programme in Theatern oder ich halte Vorträge für Unternehmen. Und damit ist dann so, ist es ganz gut abgeschlossen. Ne? Also ich fand, als ich das Gedankenleser-Ding gehört habe, war ich so am Anfang, okay, wenn ich jetzt ganz frech wäre, würde ich den Podcast anfangen mit Thorsten, was ist meine erste Frage? Worauf ich antworten würde, deine erste Frage ist, was ist meine erste Frage? Aber ich weiß, was du meinst. Und die kam ja auch schon oft. Ich weiß, dass bei dem Begriff natürlich immer so ein bisschen mitschwingt, ah, den fordere ich jetzt mal heraus. Genau. Der ist übersinnlich, der behauptet etwas von sich, was eigentlich keiner von sich behaupten sollte. Deshalb ist der auch nicht ganz so treffend. Deshalb habe ich inzwischen für mich diese Herangehensweise, ich bin Mentalkünstler, manche sagen auch Mentalist oder Gedankenleser. Das schwächt das so ein bisschen ab. Und ich habe aber diese alte Positionierung von Gedankenleser noch mit drin, weil die ist ja noch in den Köpfen der Leute auch. Was ich bei dir super angenehm fand, ist, dass du bist auf der einen Seite bist du Künstler und du machst einfach eine gute Show.
aber du verkaufst mich zum Beispiel als Zuschauer nicht für dumm. Das fand ich echt extrem interessant und auch irgendwie ansprechend. Wenn ich mir sowas wie Uri Geller oder so angucke, ich jetzt als Zuschauer, klar, als Kind war das irgendwie kurz cool, sich das anzugucken, aber selbst als Kind war das okay, der Typ verkauft mich gerade für dumm. Mhm. Da gab es ja dieses berühmte Ding, Chris Angel hieß der? Es gibt einen Chris Angel, ja. Als der zu Uri Geller in dieser Show gegangen ist und gesagt hat, die waren gemeinsam. Du kriegst 1 Million Euro, wenn du... Ja, diese 1 Million Euro, die kommt ja ursprünglich woanders her. Das war ein Typ, der hieß James Randi. Und James Randi war ein Mega-Skeptiker und hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Amerika, wo diese Szene viel größer ist, diese Szene der Psychics, also der Medien, der übersinnlichen Medien, die sagen, ich spreche mit Toten oder ich gehe in andere Welten und nehme mir da Informationen. Also diese ganze übersinnliche Szene, die auffliegen zu lassen. Interessanterweise bei dem James Randi, der war da fast schon fanatisch. Also ich habe mich immer gefragt, warum widmet jemand sein ganzes Leben dem, zum Beispiel Uri Geller fertig zu machen? Also ich habe, um bei Uri Geller zu bleiben, ich habe den persönlich kennengelernt. Mehrfach habe ich den persönlich getroffen und muss sagen, das ist ein sehr angenehmer, total netter Typ, der inzwischen ja auch, wenn du den fragen würdest, was machst du, würde der zu dir sagen, ja Tim, Unterhaltung ist doch vollkommen klar. Also der ist diesen Weg dann schon auch gegangen. Und ich habe mich immer gefragt bei James Randi, wie kann jemand so fanatisch darauf sein, jemand anderes, also auch eine Person so fertig machen zu wollen? Und in der Recherche, weil sowas interessiert mich, das recherchiere ich dann auch, da kam dann raus, dass Houdini, ein Name, den du vielleicht auch schon mal gehört hast, Zauberkünstler in den 10er, 20er bis in die 30er Jahre rein in Amerika, Entfesselungskünstler war, der genau dasselbe gemacht hat. Und der kam tatsächlich daher, weil er seine Kunst, die Entfesselung, auf diese Medien anwenden konnte. Weil in dieser großen Zeit der Medien, die in England ja auch stattgefunden hat, ne, wo also ganz viel Wahrsagerei gemacht wurde, Sprechen mit Toten, das war eine Zeit lang sehr en vogue. Und die haben sich ganz viel gefesselt. Also die haben praktisch sich auf den Stuhl fesseln lassen und plötzlich sind dann Schriften erschienen oder Leute wurden berührt. Und da hat Houdini gesagt, ey, diese Fesseln, die kenne ich doch alle, die sind alle falsch, ich zeige euch, wie das geht. Und hat sich dazu Aufgabe gemacht, diese Typen, oder hauptsächlich waren das Frauen, Fox Sisters, ganz bekannte waren das in dieser Szene drin, die zu entlarven. Und Randi war dann eigentlich davon inspiriert, der Zweite, der das gemacht hat. Und Chris Angel in dieser Sendung war inspiriert von Randi. Sehr fanatisch, also mir schon eine Spur too much, weil, weißt du, ich fand es voll geil, das zu gucken. Es ist auch natürlich gute Unterhaltung. Ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden das vorher, dass die gesagt haben, ja klar, natürlich, wir machen hier Unterhaltung. Pass auf, du bist der Bad Guy, ich bin der, der gejagt wird. Lass uns das mal machen. Ich kann mir das vorstellen, ich weiß das nicht. Was ich aber bei all dieser Sache sagen muss, ist, ich habe eine tolle Netflix-Doku gesehen über James Randi. Könnt ihr euch mal anschauen, die ist wirklich spannend. Und was kommt raus? Der Typ, der die Geheimnisse von allen Mentalisten und Wahrsagern aufdecken möchte, hatte selbst die größte Lebenslüge und das größte Geheimnis. Mehr möchte ich jetzt gar nicht aufdecken. Das fand ich sehr interessant. Schau dir die Doku an, das ist wirklich spannend, was da am Schluss alles rauskommt. Wir sagen kurz Spoiler und dann sagst du es mir. Er war homosexuell. Und darum geht es dann am Schluss auch in dieser Doku, weil das war zu einer Zeit. Ach so, und ihm war das unangenehm oder er war quasi, konnte sich offen ausleben. Er hat das nie zugegeben, weil das auch zu einer Zeit war, wo das echt noch ein Riesenthema war natürlich auch. Also heute wäre das ja Gott sei Dank völlig egal. Damals halt nicht. Es kommt aber noch ein bisschen mehr. Also es ist noch viel mehr dahinter dann. Nichts Böses, nichts Schlimmes, aber ein Geheimnis, wo du gemerkt hast, seine Geheimnisse hat er doch sehr gut gehütet. Also dieses Krass. Thema Geheimnis war ihm offensichtlich sehr wichtig. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, die Tatsache, dass Menschen natürlich auch zur Unterhaltung mit Tricks arbeiten und ich ja auch in vielen Fällen einen Trick anwende, bedeutet meiner Meinung nach nicht, dass es Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können. Vielleicht noch nicht erklären, sollte man so sagen, und die äußerst faszinierend sind. Also ich für mich habe zum Beispiel früher... Aber du behauptest ja nicht, dass du mit Toten sprichst, oder, sondern du sagst, das ist eine gute Show. Oder aber natürlich, also ich mache ja auch inzwischen sehr viele Seminare für Firmen oder
Ich habe ja einen Club gegründet in der Pandemie, Charakterclub heißt der, über Persönlichkeitsentwicklung, wo alles, was ich gelernt habe, auch eine Rolle spielt. Und da finden all diese Themen, wie auch Magie, findet da schon auch statt. Also Spiritualität finde ich schon auch ein sehr wichtiges Thema. Und da möchte ich nicht alles abklatschen und sagen, das ist alles Scheiß, was da stattfindet. Da gibt es schon irre Sachen, die da passieren, finde ich. Du musst mir mal sagen, ich finde... Also es gibt jetzt zwei Dinge, über die man so sprechen kann. Also man kann auf der einen Seite so voll viel über diese ganze Magie und diese Mentalisten-Dasein als Show sprechen und auch als irgendwo einfach eine Kunst, eine Handwerkskunst. Also zum Beispiel, wie schwer ist es denn tatsächlich, so Entfesselungskünstler zu sein? Welche Arten von Tricks sind die schwierigsten und so weiter? Ja. Und auf der anderen Seite ist es so die Anwendung dieser Erkenntnisse, die du dort hast, der Umgang mit den Menschen. Ja. Für normale Menschen im Alltag. Also zum Beispiel, wenn du sagst, hey, was sagt die Körpersprache von Menschen über einen aus? Wie hast du quasi gelernt, solche Dinge in deine Tricks mit reinzunehmen? Aber welche Dinge haben dir geholfen, im Alltag vielleicht auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können oder vielleicht nochmal eine einzigartige Perspektive zu bekommen, wie Menschen funktionieren? Ja. Das war bei mir immer ein Hand-in-Hand-Gehen. Also ich habe ja gesagt, ich habe als Jugendlicher, war ich 13, ne? Habe ich ja angefangen zu zaubern und sehr schnell ist mir klar geworden, dass ich, wenn ich da drin gut sein will, dass ich ein gutes Gespür haben muss für andere Menschen. Weil es war bei mir immer interaktiv. Ich habe immer Gäste nach vorne zu mir auf die Bühne gebeten, habe mit denen was gezeigt. Und da lernst du sehr schnell, dass eine gute Show davon abhängt, dass du die richtigen Leute auswählst. Und da entwickelst du eine sehr gute Menschenkenntnis. Ich glaube, wie zum Beispiel auch Leute, die im Service arbeiten, ein Kellner, der wird nach Jahren von Berufserfahrung wird eine sehr gute Menschenkenntnis haben. Ich glaube, der sieht jemanden, zumindest wenn er sich da weiterentwickeln möchte, der sieht, wie sitzt er am Tisch und der weiß dann, wie der drauf ist. Oder ein Arzt, der wird das auch haben. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Bei dir mit Sicherheit auch. Du interviewst Leute. Du musst dich doch in die reinversetzen können. Du musst ja interessiert sein an denen. Du musst eine gute Menschenkenntnis entwickelt haben. Welche Rolle spielt das für deine Tricks? Welche Menschen du auswählst? Elementar, das ist das Wichtigste von allem. Die Tricks, die ich mache, und das sind ja gar nicht so viele, die stehen im Hintergrund. Kommt an Nummer zwei. Das war ein sehr, sehr langer Entwicklungsprozess, den ich gemacht habe. Weißt du, wenn du so mit 13, 14 Zaubertricks lernst, dann bist du natürlich plötzlich in deiner Szene, in deiner Freundesgruppe und so, dann bist du cool, ne? Und tatsächlich ist es so, dass du ja mit recht einfachen Mitteln schon eine sehr große Wirkung erzielen kannst. Also du kannst mit einem einfachen Trick, den du vielleicht in ein, zwei Tagen lernen kannst, kannst eine Riesenwirkung erzielen schon. Deshalb ist auch, glaube ich, die Zauberkunst sehr attraktiv für Menschen, die unglaublich schwer sich tun, andere Leute anzusprechen oder sehr introvertiert sind, weil du lernst das, du machst das, das gibt dir Sicherheit und plötzlich, boah, finden die Leute dich toll. Die sagen ja auch nicht, was du gemacht hast, ist toll, sondern du bist toll. Das ist natürlich Wasser, es ist ja Öl, ja, das geht ja runter wie Öl. Und am Anfang dachte ich mir so, ja, ich bin der Tolle, ich hab's drauf, ja, weil ich kenne drei Tricks und mit denen kann ich dich faszinieren. Und das geht dann irgendwann ganz böse in die Hose, weil die Leute wollen keinen Menschen sehen, der sich selber toll findet. Ich bin ganz früh auch in diese Falle getappt. Nicht immer, es ist eigentlich nicht mein Typ, aber ich bin auch reingetappt ab und zu mal, dass ich raus bin und dachte mir, so Leute, ich zeig euch jetzt mal hier kurz, wo der Frosch die Locken hat, ich zeige euch, wo der Hammer hängt, ich bin der Geilste. Und das ging immer daneben. Und irgendwann war mir klar, das, was du zeigst, das ist nicht das Wichtigste. Das muss gut sein, natürlich, das ist vollkommen klar, das steht vollkommen außer Frage, wie ein Musiker, ja. Also die Songs müssen gut sein, wenn ich als Gitarrist rausgehe, dann muss ich einwandfrei spielen können. Aber das Wichtigste ist, ob du die Leute emotional berührst oder nicht. Und es gab da keinen Schlüsselmoment, aber irgendwann war mir klar, wenn ich mit der Einstellung vor Leute trete, ich bin wahnsinnig gern vor euch. Ich finde das total super, dass ihr jetzt da seid, damit ich das zeigen kann, womit ich mich so gerne beschäftige und ich mache das für euch. Ich mag euch wahnsinnig gern, dass ihr euch das anschaut. Dann hast du sie plötzlich auf einer ganz anderen Ebene berührt. Und das ist das wahre Geheimnis hinter so einer Show. Die Tricks natürlich, das ist faszinierend, ne? Aber das wahre Geheimnis ist, du willst Menschen emotional miteinander verbinden. Du willst es schaffen, dass in einem Raum eine Stimmung entsteht, im besten Fall ein Abend entsteht, den die Leute nie wieder vergessen, weil die sagen, boah, es war eine super Stimmung. Das ist es. Die gehen nicht raus und sagen,
das und das und das, die Nummer, unglaublich toll. Das sagen sie vielleicht im zweiten Schritt. Aber im ersten Schritt sollen sie sagen, es war ein super Abend. Hat mir total gut gefallen. Hattest du mal Sachen, die in die Hose gegangen sind? Klar, ich Sachen, die in die Hose gegangen sind. Ja, das also, muss doch schlimm sein, wenn du so ein Riesenpublikum hast und so einen Trick dann. Naja, auch da, weißt du, letzten Endes sind die Momente, die in die Hose gehen, manchmal sogar die, an die die Leute sich am besten erinnern. Weil da meiner Meinung nach, da zeigt sich doch, ob jemand innere Stärke hat oder nicht. Ob jemand cool ist oder nicht. Ob jemand narzisstisch da steht, weil er selber toll da stehen will. Oder ob er sich selber lachen kann. Es gibt ja ein Beispiel, ich war letzte Woche bei Stern TV und habe eine Vorhersage gemacht über ein Spiel, wie das ausgehen wird. Und habe bei dem Bruder von Toni Kroos, Felix Kroos, zweimal vorhergesagt, wie er einen Elfmeter schießen würde. Das habe ich vorher aufgeschrieben, wohin er schießt. Ne? Und wir gingen raus, alles super, tolle Proben, Stellproben gehabt, alles. Und was ist in der Sendung passiert? Mein Mikro kratzt die ganze Zeit. Also mein Mikro war kaputt. Es war irgendwo am Draht, war irgendwo eine Bruchstelle drin und deshalb hat das die ganze Zeit geknackt. Jetzt stand da einer hinter mir, der die ganze Zeit an meinem Mikro rumgefummelt hat. Der hat also das alte Mikro abgemacht, das neue dran, hat mir das am Hintern nochmal am Gürtel da festgemacht. Ja, ey, ganz ehrlich, das ist doch lustig. Also ich mag das doch. Das zeigt doch, ob du souverän bist oder nicht. Mhm. Und also das Schönste, was bei mir mal daneben gegangen ist, was mir gerade einfällt zumindest, war, ich hatte eine Nummer, weiß ich noch genau, das war in Wiener Neustadt vor bestimmt schon 15 Jahren. Hast du richtig geraten, wohin er schießt? Zweimal richtig geraten, ja. Krass. Nicht. Also ich war in Wiener Neustadt und eine Nummer war, die heißt telepathische Post. Und telepathische Post heißt, stell dir vor, ich bitte dich auf die Bühne. Und dann geht im Saal, geht das Publikumslicht an und ich sage, such dir im Publikum in Gedanken irgendeine Person aus. Und beschreib mal diese Person. Kannst jemanden nehmen, den du kennst, da schreibst du den Namen drauf oder jemanden, den du nicht kennst und dann beschreibst du einfach, also in deinem Fall zum Beispiel kurze Haare, dunklere Haare, ganz schwarz gekleidet, trägt eine Uhr, weiße Socken, sowas zum Beispiel. Und ich hatte einen Mann vorne und der hat sich das angeschaut und dann hat er das notiert auf einem kleinen Blatt, so ein halbes DIN A4 Blatt und das wird dann zusammengefaltet, kommt in den Umschlag. Ich sehe natürlich nicht, was der aufschreibt und meine Aufgabe ist es dann, dadurch, dass derjenige konzentriert denkt, wie ich gehen soll, diesen Umschlag der richtigen Person zu bringen. Und da gibt es tatsächlich keinen Trick. Also es ist eine echte Fähigkeit. Ich kann erkennen, wo der denkt, dass ich hingehen soll. An dem Abend aber halt eben nicht. Also normalerweise ist das dann so, dass die Person nach vorne kommt und liest ihre eigene Beschreibung. Das ist ein toller Moment, das ist ja schön. Die sind auch oft ganz gerührt, ne? Und an dem Abend, ich war auch gestresst und ich kam zu spät an, weil wir im Stau standen. Wir hatten wenig Zeit für Licht und Soundcheck und es war völlig überfüllt. Die müssten noch Stühle mit reinstellen und war ganz rappelvoll, dieses Ding. Und ich war einfach nicht präsent. Ich habe den Kardinalsfehler gemacht. Ich war nicht wirklich präsent. Ich war in Gedanken noch im Stau oder... Ja, verstehe. So, und dann ziehe ich los und da sitzt eine Frau und ich fand die unglaublich attraktiv und dachte mir, ja, die hätte ich auch genommen an seiner Stelle. Drückt er das Ding in die Hand und sagt, steh doch bitte mal auf, komm mit nach vorne. Dann steht die auf der Bühne und macht diesen Umschlag auf und liest das. Erstmal leise und lacht lautlos und sagt, ja, was steht denn drauf? Ja, Mann mit Glatze. Und das war natürlich, der Saal hat getobt, ja, es war unfassbar lustig. Ja, was machst du denn aus so einem Moment? Da sagst du... Hast du das missverkauft? Ne, da sagst du einfach, ja gut, dann heute Abend halt nicht, herzlichen Dank. So, und danach, worüber haben die Leute gesprochen, das war der lustigste Moment des Abends. Das heißt, wenn was daneben geht, das ist Teil des Geschäfts, das wird immer wieder mal passieren. Also ich lege es nicht drauf an, aber wenn es passiert, da zeigt sich nur, ob du dein Handwerk kannst oder nicht, finde ich. Aber sag mir mal, wenn du jetzt sagst, das ist kein Trick, der dahinter steht, sondern irgendwie... Das ist eine Fähigkeit, eine echte Fähigkeit. Kannst du die beschreiben, kannst du die erklären? Naja, so wie wenn Fahrradfahren beschrieben werden soll. Ne? Also auch da gilt dasselbe wie eben, ich könnte dir beibringen, wie das geht. Ne? Also ich könnte dir jetzt sagen, pass mal auf, wenn du intensiv an eine Richtung denkst, dann kannst du an deinem Gegenüber erkennen. Und das ist nicht immer gleich. Manchmal schwankt derjenige in die Richtung, manchmal geht der Blick in die Richtung, manchmal gehen die Füße in die Richtung. Ich kann dir das aber pauschal nicht sagen. Irgendwas wird passieren. Und wenn man das dann gelernt hat, dann ist das wie Fahrradfahren.
dann kannst du das. Dann ist das wie Gleichgewicht halten oder wie Schwimmen oder wie Gehen. Also guck mal, wie lange du brauchst, um gehen zu lernen. Wir gehen jetzt hier einfach so, weil wir das können, ne? Glücklicherweise. Wir haben einen gesunden Körper, zwei gesunde Beine, können wir aufstehen und irgendwo hingehen. Aber erklär mal jemandem, wie das geht. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Körpersprache von einem Menschen anguckst, ist ja auch etwas, womit du dich viel beschäftigt hast. Was sind Dinge, die so eine Körpersprache verraten kann? Was sind Dinge, wo Leute vielleicht nochmal einen positiven Einfluss haben können, auf wie sie sich selber fühlen, wie sie wahrgenommen werden? Ja. Was sind, weil das ist ja auch schon, glaube ich, ein Riesenthema, womit sich viele Leute beschäftigen. Ich, bei mir kenn's nur so, dass ich persönlich gebe da echt relativ, also mir ist echt sehr, sehr egal, wie meine Körperhaltung, also nicht meine Körperhaltung, aber so meine ganze Präsenz ist, weil ich mir denke, sobald ich mir anfange, darüber Gedanken zu machen, ist das irgendwie eigenartig. Genau so ist es. Das ist genau das richtige Herangehen. Also Körpersprache wird ja komisch, sobald du drüber nachdenkst. Also stell dir mal vor, ich wäre jetzt als der große Experte für Körpersprache eingeladen. Und du würdest mich als solcher hier interviewen und hättest auch schon so im Kopf, boah, ist total krass, weil der kann jede Bewegung. Also soll ich jetzt so gucken so, oder so? Ganz genau. Und ich würde zu dir sagen, du pass mal auf, die linke Hand so aufs Bein zu legen, das ist ganz schlimm. Da wäre dieses Interview beendet, weil du würdest die ganze Zeit darüber nachdenken, oh scheiße, was, ja. Ich war mal tatsächlich in einer Firma gebucht als Kursleiter, als Seminarleiter. Kurs über Persönlichkeitsentwicklung. Und da war eine Frau, die ganze Zeit so auch gelaufen ist. Die ganze Zeit. So, die ganze Zeit die Hände so gehabt. Und dann sage ich zu der, was ist denn eigentlich, warum hältst du denn die Hände die ganze Zeit? Ja, ich war mal bei einem Körpersprachetrainer und der hat gesagt, das ist die aktive Zone und damit drücke ich eine offene Körperhaltung aus, weil ich meine Handflächen so zeige die ganze Zeit. Das ist eine Offenheit, drückt es aus. Und auf keinen Fall die Hand in die Hosentasche stecken. So, und der hat diese Frau auseinandergenommen. Komplett, ja. Und in dem Moment ist vorbei. Hast du noch gezahlt dafür? Weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt, ja. Aber so kann es halt daneben gehen. Und die Herangehensweise von dir ist vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz sprechen wir natürlich nicht nur mit dem Mund, sondern wir haben ja eine Gestik, wir haben eine Mimik, wir haben eine Körperhaltung. Und das Spannende ist, dass ich mein erstes Buch geschrieben habe. Ich weiß, was du denkst. Das kam raus 2008. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel über Körpersprache, in dem ich auf 30, 40 Seiten zusammenfasse, was mir darüber wichtig ist. Und es gibt über 150 Seiten über andere Themen, die mir wichtig sind. Also Persönlichkeit, Auswirkung unserer Gedanken auf unser Verhalten, unser Fokus, wie wir unseren Fokus steuern können, wie man erkennen können, ob jemand, wie wir erkennen können, jemand anders, ob der dem, was wir sagen, gegenüber offen ist oder verschlossen. Nicht nur anhand der Körperhaltung. Aber die Presse hat sich nur auf dieses Körpersprache-Thema gestürzt. Wahrscheinlich, weil das Plakativste war von allem, was man am einfachsten erklären konnte. Und so kam es, dass ich halt immer wieder auch auf Körpersprache angesprochen wurde. Letzten Endes ist Körpersprache deshalb für uns unter anderem ein wichtiges Thema, weil sie gibt dir Aufschluss darüber, wie jemand fühlt. Das heißt, ich kann an deiner Körpersprache nicht ablesen, was denkst du gerade. Ich kann, nicht ablesen, denkst du an deine Mutter Tanja anhand der Körpersprache oder denkst du an deinen besten Freund? Das weiß ich nicht. Aber was ich an deiner Körpersprache ablesen kann, ist, wenn du an deine Mutter denkst, ist das ein guter Gedanke? Also denkst du positiv oder hast du ein ganz schlechtes Ergebnis, in dem Moment ein schlechtes Gefühl, das du damit verbindest? Das heißt, Körpersprache ist deshalb so aufschlussreich, weil sie dir Aufschluss gibt über die Emotionen des anderen, wenn du sie richtig deutest. Und das ist natürlich spannend, weil wir sind emotionale Wesen. Und Paul Watzlawick, einer der größten Kommunikationsforscher, die überhaupt jemals gelebt haben, Österreicher, der dann lange in Amerika auch doziert hat, ein Universalgenie, und der war Konstruktivist, und hat sich befasst auch damit, wie Kommunikation funktioniert. Fantastische Bücher geschrieben über Kommunikation. Also mit das Beste, was ich über Kommunikation gelernt habe und was ich anwende, habe ich von Paul Watzlawick gelernt. Und Paul Watzlawick, eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich, ist, hat gesagt, es gibt in jeder Kommunikation gibt es zwei Ebenen. Das eine ist die Inhaltsebene. Das ist das, was die Menschen, wenn sie jetzt ein Transkript hätten von dem, was wir beide hier erzählen, was die lesen würden. Ja, die reine Inhaltsebene, die Worte, die ich benutze. Und dann gibt's die Emotionsebene. Und die Emotionsebene ist, wie betone ich denn das, was ich da erzähle? Also sage ich zum Beispiel zu dir, ja, das ist ein wirklich unglaublich spannendes Thema.
Oder sage ich zu dir, ey, das ist ein total spannendes Thema. Oder sage ich zu dir, ja, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Oder sage ich, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Oder sage ich, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Und da merkst du, ich habe genau denselben Satz gesagt. Inhaltlich exakt deckungsgleich, aber dadurch, dass ich anders betont habe, habe ich eine andere innere Haltung dazu ausgedrückt. Und das spürst du sofort. Und das machen wir einmal natürlich über unsere Betonung und das machen wir über unsere Mimik und Gestik. Und deshalb finden wir das so spannend. Und um deine Frage zu beantworten, ganz am Anfang, ja, was ist denn da jetzt wirklich dahinter? Macht doch mal eine Übung. Und alle, die jetzt zuschauen, macht doch mal eine Übung für euch. Und die Übung ist, denk einmal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast und es hat dir überhaupt nicht geschmeckt. Du musst mir nicht sagen, was das ist. Das bleibt dein Geheimnis. Und auch ihr, egal wo ihr es zuschaut, denk einmal an einen Moment, in dem du etwas wirklich Fürchterliches gegessen hast. Das hat dir überhaupt gar nicht geschmeckt. Und geh nochmal wirklich in diesen Moment zurück. Also fühl dich mal so, wie du dich in dem Moment gefühlt hast, als du diesen Bissen im Mund hattest. Schmeck das nochmal. Geh da richtig intensiv rein. Erlaub dir einmal, diesen Moment nochmal so richtig zu durchleben. Und jetzt fühl mal in dich hinein, wie sich das anfühlt. Und jetzt ändern wir mal unsere Gedanken. Und jetzt denkst du mal an einen Moment, in dem du was gegessen hast, das war super lecker. Also würdest du sofort wieder essen. Es war außergewöhnlich gut. Vielleicht war das sogar ein Abend, den du mit Freunden oder Familie verbracht hast. Und es war so eine richtig schöne, harmonische Stimmung. Es war richtig lecker. War ein richtig toller Abend oder Mittag. Oder vielleicht war es ja auch ein Frühstück. Also ein Moment, in dem du was gegessen hast, das war einfach super. Es war köstlich, super. Und jetzt geh mal jetzt mit dieser Emotion in dein Körpergefühl. Und achte mal darauf, wie sitzt du jetzt da? Wie fühlt sich das an? Was ist anders? Und jetzt frage ich dich mal, welches Erlebnis war für dich angenehmer? Das erste oder das zweite? Das zweite. Ja, vollkommen klar. Das bedeutet, eine Erinnerung, die noch nicht mal besonders wichtig ist, weil etwas zu essen ist jetzt nichts Elementares. Du bist nicht kritisiert worden, du bist nicht bedroht worden. Es war ein Essen. Ja? Mhm. Selbst so etwas Einfaches wie ein Essen sorgt dafür, wenn dein Fokus auf das Unangenehme geht, fühlt sich das sofort nicht so gut an, wie wenn dein Fokus auf was Gutes geht. Und zwar so schnell. Finde ich total faszinierend. Mhm. Das heißt, du hast zweimal an etwas gedacht, das ja auch schon vergangen ist. Das ist ja nicht jetzt gerade. Das ist ja Vergangenheit. Das ist praktisch wie ein Traum. Und trotzdem sorgt dein Fokus dafür, dass du dich einmal gut fühlst und einmal nicht gut. Kleinigkeiten. Und jetzt kommt, also das finde ich schon faszinierend. Das zweite ist jetzt, was war denn beim ersten anders als beim zweiten? Kannst du es sagen? Manche können es nicht direkt sagen. Kannst du es sagen? Das ist die ganze Erinnerung und der Geschmack. Also ich habe da halt an was gedacht, wo ich danach halt kotzen musste. Ja. Okay. Deswegen hatte ich das full-blown Package. Und was würdest du denn sagen, ist körperlich in dem Moment passiert, wenn du an dem Moment denken musstest, wo du danach kotzen musst? War viel im Magen, also bei mir war es gerade sehr viel im Magen. War im Magen und ich frage jetzt einfach mal, ich bohre mal kurz nach, was ist im Magen passiert? Der ist halt gerade flau geworden, mir ist einfach schlecht geworden. Ja, also was ich dir sagen kann, ist, der hat angespannt. Das heißt, meine Anspannung. Ja. Und das sind die beiden Grundbausteine der Körpersprache und unter uns, damit wisst ihr, 90% dessen, was ihr über Körpersprache wissen müsst, ist genau das. Es gibt zwei Grundbausteine. Das ist übrigens nicht von mir. Das ist von Sami Molcho. Ein Riese der Körpersprache. Hat fantastische Bücher geschrieben darüber auch. Also ich stehe mit meinen Büchern ja auch schon auf den Schultern von Giganten. Ja, zwei habe ich schon genannt. Das eine ist Paul Watzlawick. Das andere ist jemand wie Sami Molcho. Und bei Sami Molcho habe ich gelernt, es gibt zwei Grundbausteine in unserer Körpersprache. Das ist Anspannung und Entspannung. Jeder Gedanke, und das ist dann etwas, das ich dazugefügt habe, jeder Gedanke, der etwas Unangenehmes in dir auslöst, und das kann ein Gedanke an die Vergangenheit sein, das kann aber auch ein Gedanke an die Zukunft sein. Du hast in zwei Tagen ein Interview mit jemandem und da weißt du jetzt schon, der ist ein totaler Arsch, den kann ich nicht leiden, den hätte ich eigentlich gar nicht einladen sollen. Jetzt kommt der aber. Ja, spannst du direkt an. Jeder unangenehme Gedanke sorgt für eine Anspannung und jeder angenehme Gedanke, der sorgt dafür, dass du in irgendeiner Form öffnest. Und ich hoffe, dass die Kamera hier es richtig eingefangen hat. Man hat es sofort gesehen. Das ist etwas, das ich in meinen Seminaren ganz oft mache, dass ich jemanden nach vorne setze und der kriegt zwei Zettel. Und auf dem einen Zettel steht positiver Gedanke, auf dem anderen steht unangenehmer Gedanke. Oder schöne Erinnerungen, böse Erinnerungen oder was Gutes zu essen, was Schlechtes zu essen. Und macht einen Zettel auf, steckt den weg und soll sich das vorstellen. Und dann sollen die Leute, die da sitzen, raten,
Ist es angenehm oder unangenehm? Die raten alle richtig. Die raten, das ist, also wir müssen das nicht lernen. Krass. Wir können das schon. Wir können okay, Gesichter sagst du, lesen. Sich auf die innere Intuition bei Körpersprache zu verlassen, ja. Ist es quasi schon eigentlich ein sehr gut, dieses sechste Auge haben wir, oder ja. diesen sechsten Sinn. Ja. Und dass man quasi, wenn man an seiner Körpersprache in Anführungszeichen arbeiten möchte oder will, das quasi nicht ist bewusst mit, lauf jetzt so rum und krieg irgendwelche Pauschal-Advices, sondern arbeite an deiner inneren Haltung und an deiner inneren Emotionalität ja. Und leg den Fokus entsprechend zu der Situation, wie du denkst, dass der also angemessen ist. Ja, also einer meiner Lieblingssätze, und der ist auch tatsächlich von mir, ist, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Also angenommen, du würdest jetzt sowas sagen zu mir, pass mal auf, Thorsten, mein Team und ich, wir würden dich gerne buchen, bring uns mal was bei über Körpersprache. Dann würden wir sehr wenig Zeit damit verbringen, irgendwelche Gesten auseinanderzunehmen. Würden wir gar nicht viel machen. Wir würden viel mehr in eurer inneren Haltung arbeiten. Und ich würde euch zeigen, wie sehr deine innere Haltung zur äußeren Handlung wird. Also ein Satz zum Beispiel. Du hast mich eben gefragt, was ist bei dir beim Abendprogramm? Ne? Die Leute mögen mich hoffentlich, weil sie spüren, dass ich sie mag. Also wenn ich rausgehe, dann denke ich wirklich, wie schön, dass ihr alle da seid. Selbst wenn da mal nur weniger Leute sitzen. Also nach Corona sitzen da stellenweise nicht mehr so viele Leute in den Theatern wie davor. Zumindest bei mir. Es gibt Kollegen, da ist es ganz anders. Aber bei mir ist es so, es gibt Städte, da ist rappelvoll. Es gibt andere Städte, da sitzen ein paar weniger als davor. Der schlimmste Fehler, den du da machen kannst, ist zu sagen, oh, scheiße, nur drei Viertel voll. Das merken die Leute doch sofort. Und vor allen Dingen, du sendest das Signal ja an die Falschen, weil die sind ja da. Ja, ja habe ich mich nie mit befasst. Ich habe immer gesagt, wie geil, dass ihr alle da seid. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Und das meine ich ernst. Das ist kein übertriebenes, ja, sondern es ist wirklich ein, wie schön, dass ihr alle da seid. Und ich wurde auch ganz oft gefragt, was ist denn so der perfekte Eröffnungssatz? Der perfekte Eröffnungssatz ist, guten Abend, wie schön, dass ihr alle da seid. Wir machen uns jetzt einen tollen Abend. Das ist die perfekte Eröffnung. Eine von vielen perfekten Eröffnungen, die es gibt. Ne? Und die innere Haltung ist, die äußere Handlung ist genau das. Wir sehen an deiner Körperhaltung, wohin geht dein Fokus? Geht der auf was Angenehmes oder geht der auf was Unangenehmes? Und das finde ich schon spannend. Das ist schon sehr spannend. Also ich finde, das ist auch ein schöner Leitsatz, der vor allem sehr viel Komplexität aus dieser Sache nimmt. Weil ich glaube, dass du heute sehr viel Geld verdienen kannst mit der Unsicherheit von Menschen, ist so, ob es Dating ist oder ob das quasi, wie wirke ich selbstbewusst, wie wirke ich Alpha und bla und weißt du, was ich meine? Halt all der Schwachsinn. Das ist ein, ja, red weiter, ich will dich nicht. Und dann erzählen dir halt Leute irgendwie, was an dir alles falsch ist und genauso wie du es gerade meintest mit der Hand und sprich nicht so und beweg dich nicht so, anstatt einfach zu sagen so, hey, was ist denn deine innere Überzeugung und arbeite an der und der Rest kommt halt. Ja, also Erfolg. Jetzt bemühe ich tatsächlich einen Satz aus dieser Social Media Coaching Szene, bei der habe ich eine sehr differenzierte Meinung. Also da habe ich einfach viele Dinge gesehen, wo ich mir sage, sag mal, da sind Typen, mit denen hat auf dem Schulhof früher keiner gespielt und die werden jetzt Coaches und wollen anderen erzählen, wie sie hier, ich mach dich reich, Rolex Bargeld, das ist mein Lifestyle. Also mein Sohn, der zeigt mir immer solche Blüten, wo ich sage, sag mal, wo hast du all diese Typen her? Und da sagt der Papa, die werden mir ständig angezeigt. Guck dir diese Idioten an. Und die haben zigtausende von Followern. Ja? Wo ich mir denke, das gibt's doch gar nicht. Die haben ihre eigene Blase aufgebaut. Mir haben sie nichts zu erzählen. Wobei ich aber sagen muss, wenn diese Typen anderen helfen, ein besseres Leben zu führen, ist es vollkommen in Ordnung. Dann haben die auch ihre Berechtigung. Aber bei vielen zweifle ich das an. Die sind Betrüger meistens. Ja, bei vielen ist da wirklich so eine Masche dahinter. Ganz grässlich. Nichtsdestotrotz, wenn du weißt, wenn du den ultimativen Trick hast, Geld zu verdienen, warum verkaufst du Bücher? Also ja, genau. Und nee, Moment. Die verschenken ja ihre Bücher. Ja, genau, mit Versandkosten. Genau. Die verschenken ihre Bücher. Musst du Versand zahlen. Musst du den Versand zahlen, der kostet halt 30 Euro. Und weißt du, die schenken ja ihr Buch aus den tollsten Gründen. Also die verschenken ja nicht ihr Buch, weil sie altruistisch sind, sondern die verschenken dein Buch. Oder ich verschenke mein Buch, weil ich heute Geburtstag habe.
Freunde, ich habe gute Nachrichten für euch. Mal abgesehen davon, dass der Sommer endlich in Deutschland da ist, haben wir bei Ola Kala jetzt ein richtig fettes Sortiment für den Sommer. Und zwar haben wir von Kurzarmhemden in verschiedenen Variationen, Designs, Stofflichkeiten, Tanktops, Badehosen, alles da. Und wir haben wirklich crazy Sachen. Also zum Beispiel, ich trage gerade so einen Feinripp-Tanktop. Der Stoff auf der Haut ist unfassbar gut. Das ist so wirklich der beste Tanktop-Stoff, den wir sourcen konnten. Dann haben wir verschiedene Tanktops mit verschiedenen Stoffen, wo wir zum Beispiel dann Mehrwert drauf gelegt haben, verschiedene Farben auszuprobieren mit den Anatomienähten in geilen Kontrastnähten. Wir haben neue Badehosen, die wir auch rausgebracht haben, auch wieder mit den Anatomielinien unten. Aber wir haben auch die Monogramm-Badehosen on Stock, die letztes Jahr sehr schnell ausverkauft waren. Wir haben die Sommerhemden, die ich auch die ganze Zeit am Tragen bin, in 3 verschiedenen Stofflichkeiten sogar und Designs. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Von sehr leichten Stoffen bis ein bisschen ausgefallenen Stoffen. Natürlich haben wir noch viele weitere Sachen. Da will ich mich auch bei euch bedanken. Ihr habt das alles möglich gemacht, dass wir so ein crazy Sortiment mittlerweile haben, was mir sehr viel bedeutet und ihr seid ein riesengroßer Teil davon. Viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass wir das machen, aber es ermöglicht auch zu einem Teil, dass wir eben diese Podcasts machen können und dafür will ich mich bei euch bedanken. Und wenn ihr Bock habt, guckt vorbei. Vielleicht gefällt es euch und vielen Dank für den Support bis hierhin. Viel Spaß mit den Sachen und auf olakala.de findet ihr alles und jetzt erstmal aber viel Spaß mit dem Podcast. Das ist das geilste Argument, was ich bisher gehört habe. Und weil ich so viel Glück hatte im Leben, schenke ich dir mein Buch. Da bin ich dann raus. Also das interessiert mich nicht. Ja. Aber also um auf dein Thema zurückzukommen. Ja, also ein bisschen die Komplexität rausnehmen. Auf der anderen Seite aber auch nicht übersimplifizieren. Mhm. Also der Antoine de Saint-Exupéry, der den kleinen Prinzen geschrieben hat, der hat einmal gesagt, man soll die Dinge so einfach machen. Nee, Moment. Das hat ein anderer gesagt. Der Antoine de Saint-Exupéry, der war begeisterter Pilot und der ist auch tatsächlich in einer Maschine über der Wüste verschollen. Also er ist bei dieser Leidenschaft, ist er auch ums Leben gekommen. Und er kannte sich sehr gut aus mit Maschinen und er hat gesagt, eine Maschine ist perfekt, wenn man nichts mehr hinzufügen muss, aber auch kein Teil mehr weglassen kann. Also dann ist es perfekt. Und das bedeutet, mach die Dinge so einfach wie möglich. Aber nicht einfacher. Also übersimplifizieren, davon halte ich auch nichts. Ich auch nicht. Da sind wir zwei. Sag mir mal, du hast ja jetzt gesagt, du wurdest da reduziert auf viel auf diese Körpersprachengeschichte. Mhm. Was sind denn Dinge, die du aus deiner Erfahrung mittlerweile so sagen kannst, da wurde zu wenig Augenmerk in der Öffentlichkeit gelegt und da sagst du, ey, da liegt vielleicht eigentlich viel mehr Kraft und Potenzial, als Leute eigentlich sich so vorstellen können. Weil zum Beispiel ist das, was ich eher spannend finde, ist tatsächlich an dir, ist, dass du sehr gut unterbewusst, ohne große Kraft, auf eine sehr angenehme Art und Weise die Aufmerksamkeit von Menschen lenken kannst. Mhm. Das muss ich jetzt sagen. Also es hat sowas Hypnotisches. Also du zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas erklärst oder erzählst, bildhaft bist, einfach bist, dann fällt dir das sehr schnell, sehr leicht, jetzt mich in so meine innere Haltung oder meinen Fokus innerlich so ein bisschen zu shiften, vielleicht auch den vom Zuschauer. Und das muss ich sagen, das sehe ich gerade so zwischen den Zeilen als etwas unfassbar Starkes, aber vielleicht gibt es ja noch mal was ganz anderes. Na, danke, weil genau das ist tatsächlich mein Anliegen. Letzten Endes nicht das Menschenführung. Ne? Ich habe ja auch Bücher geschrieben, zum Beispiel über Manipulation. Oh. Und Manipulation ist ja letzten Endes Menschenführung. Letzten Endes unterscheidet sich das nicht unbedingt. Die innere Haltung dahinter ist eine andere. Manipulation hat immer dieses Element, ich berechne etwas. Ich manipuliere dich irgendwo rein, damit ich einen Vorteil habe. Ich überlege mir vorher, was kann ich da rausholen, wie kann ich den benutzen und dementsprechend mache ich das. Das heißt aber nicht, dass alle Elemente, die ich dafür benutze, nicht auch in einem anderen Kontext eventuell sinnvoll sein könnten. Also auch hier die innere Haltung macht das Ganze. Mein Sohn zum Beispiel hat jetzt gerade Abi gemacht. Jetzt gerade. Also hat diese Woche seine Ergebnisse bekommen. Teilweise haben wir den motiviert, dass er lernt. Jetzt zum Abi nicht mehr. Da hat er es geschnallt. Da hat er Vollgas gegeben. Aber in der Schulzeit, teilweise hat er gesagt, warum soll ich das lernen? Macht doch gar keinen Spaß. Da haben wir ihn motiviert, Dinge zu lernen, für die er sich im ersten Moment nicht interessiert hat. Das ist dieselbe Methode gewesen, aber es war ja meine Aufgabe als Vater, ihm das möglichst leicht schmackhaft zu machen. Also würde ich nicht sagen, dass Erziehung in dem Moment manipulativ war. Ich habe einfach etwas genommen, was ich auch nehmen könnte, um einen Vorteil daraus zu ziehen, um meinem Sohn zu helfen, letzten Endes ein besseres Leben zu führen, weil er bessere Noten kriegt.
positive Lenkung. Also du lenkst für etwas, was für ihn gut ist und richtig, was du auch für gut hältst. Und das ist für mich Menschenführung. Das finde ich spannend. Und damit steht und fällt auch letzten Endes alles, was ich mache. Mein Abendprogramm ist Menschenführung. Ich habe da 500, 800, 1000 Leute sitzen, die sind da, um mich zu sehen. Ich muss die führen. Ich bin der Kapitän des Abends. Ja, das heißt, das ist Führung. Wenn ich ein Business-Seminar gebe zum Beispiel, dann geht es fast immer um Menschenführung. Also es sind Führungskräfte, die von mir sehen oder wissen wollen, okay, wie können wir denn zum Beispiel die innere Haltung, wie können wir die so ändern? Wie kann ich die innere Haltung meiner Mitarbeiter so ändern, dass sie sehen, wofür das ist, dass ich sie eben nicht ausnutze? Ganz viel auch natürlich, wo ist der Unterschied zwischen Motivation und Manipulation? Das darf man nicht verwechseln. Wo ist der Unterschied? Naja, auch hier nochmal. Es ist die innere Haltung. Und wenn ich dem anderen transparent mache von Anfang an, pass mal auf, das und das und das und das ist, und wenn wir das so und so und so machen, können wir gemeinsam dahin und ihm eben keinen Scheiß erzähle, sondern das muss alles stimmen, das muss aufrichtig sein, dann ist das Motivation. Wenn ich zu dir sage, pass mal auf, folgendes Ziel, das wäre doch spannend für uns, das, das und das wäre mein Ziel, hast du Lust, da mitzugehen? Und gib dir aber immer die Freiheit zu sagen, nee, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Dann ist das, dem anderen die Freiheit lassen, und nicht so von oben drauf motiviert. Ich kann auch diese Motivationsschwätzer nicht so gut leiden. Ja. Entweder du hast eine innere Haltung, eine innere Motivation, etwas zu tun, dann kannst du die auch entdecken oder eben nicht. True. Und wenn du mich fragst, was ist so ein Thema, was meiner Meinung nach unterrepräsentiert ist? Also ich würde mal sagen, ich beschäftige mich mit den Geheimnissen unseres Denkens. Ich beschäftige mich mit Kommunikation. Also wie wirkt sich unser Denken auf unsere Kommunikation aus? Und wie kann ich das lesen? Wie kann ich das lenken? Aber auch natürlich, wie kann ich die innere Haltung, wie kann ich meinen Fokus entsprechend setzen? Weil das ist mein Lieblingsthema, unser Fokus. Der gedankliche Fokus ist ja das Einzige, was wir wirklich unter Kontrolle haben im Leben. Alles andere hast du überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich bin jetzt zum Beispiel von München hierher gefahren nach Stuttgart. Ja. Ob ich eine gute Fahrt habe oder nicht, habe ich nicht unter Kontrolle. Ob dann ein Unfall ist vor mir oder ein Stau oder eine Baustelle, das kann ich nicht kontrollieren. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist immer, wie reagiere ich denn auf das, was da ist. Ich habe keine Kontrolle darüber, welche Fragen du mir stellen wirst. Das weiß ich nicht. Ich kann immer nur gucken, wie reagiere ich denn auf so eine Frage. Das heißt, unser Fokus ist das einzige Tool, was wir wirklich richtig beeinflussen können. Und damit ist es für mich das Wichtigste. Und als zweites kommt unsere Vorstellungskraft, die Imagination. Kann ich mir vorstellen, dass das so ist? Die folgt aber erstmal dem Fokus. Also man könnte sagen, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Lass doch mal tiefer reingehen, weil ich finde, das ist ein sehr spannender Punkt. Also zuerst mal mit dem Fokus. Seine Aufmerksamkeit irgendwo zu lenken, ist ja wie so eine, du hast endlich viele Ressourcen und wohin verteilst du die? Und ich glaube, man wird, soll jetzt nicht so altklug klingen, ich bin 29, aber wenn du dich jetzt den ganzen Tag darüber abfuckst, dass es bewölkt ist und das Wetter scheiße ist, das ist halt so ein Rezept zum Unglücklichwerden. Oder vergleichen. Vergleichen. Genau dasselbe. Ja, so. Aber Wetter, was für ein Unsinn. Ja, komplett. Aber du, ich kenne Leute, die... Ja, die reden über nichts anderes. Genau. Und dann habe ich, das habe ich von einem Kumpel von mir, der war im Gefängnis leider, das ist eine Zeit lang. Da hat er dort mir gesagt, ey Tim, dieses Gefängnis hat ihm eine Sache beigebracht und es ist egal, ob er in einer 10 Quadratmeter Zelle ist oder ob der da dieses Problem hat, stürmt, regnet oder schneit, so das, was er unter Kontrolle hat, ist sein Kopf. Und wenn er lernt, unter solchen Umständen glücklich zu sein, dann ist, wenn die Sonne scheint, nur umso schöner, aber wenn er es davon abhängig macht, dann ist es einfach nur dann ist das ein Rezept zum Unglücklichwerden. Und das fand ich schon sehr stark, weil er es auch sehr stark ausgestrahlt hat und gelebt hat. Und da würde mich so ein bisschen interessieren, wirst du es selber bei dir gemerkt oder wie würdest du es jetzt anderen Leuten empfehlen, wie sie auf der einen Seite ihren Fokus lenken sollen? Mhm. Also auf was? Also wo, wohin? Wie würdest du sozusagen sagen, hey, wohin mit dieser mentalen Ressource? Ja. Weil das ist das, wo du, wie soll ich sagen, ich finde, wenn man versteht, wie die menschliche Aufmerksamkeit funktioniert und vor allem, wo die Gelegenheiten sind, sie hinzustellen, dann ich für mich muss nur sagen, ich entfalte eine viel größere Wirksamkeit, wenn ich mich zum Beispiel mit mir selber beschäftige und nicht mit, warum macht denn der jetzt nicht das, was er tun sollte oder warum verhält der sich denn jetzt so und so? Ja. Und zum Beispiel auch das, was du gerade gesagt hast, ist so, okay, ich kann nicht kontrollieren, was diese Person jetzt macht, aber ich kann meinen inneren Bezug und meine innere Haltung zu dieser Sache habe ich unter Kontrolle. Ja. So, die kann ich steuern. Immer, ja. Und das eine
laug dich aus, bring keine Resultate. Ja. Und da wäre so die Frage an dich, wohin mit der Aufmerksamkeit? Und gibt es da vielleicht einen Prozess, den du zum Beispiel durchlaufen bist, um den vielleicht jeden Tag, wie soll ich sagen, also ich kenne es bei mir mit dem Meditieren zum Beispiel, ich muss laufend, bei mir ist es immer so ein bisschen wie so eine Linse, die unscharf wird, und dann muss ich wieder scharf stellen. Wird unscharf, muss ich scharf stellen. Also bei mir ist es immer so ein permanent zurückkommen. Und die zweite Sache ist mit der Vorstellungskraft. Das finde ich auch ganz spannend, welche Rolle das spielt und welche Rolle die spielt. Lass uns mal bei dem Fokus anfangen, weil das eine bedingt das andere. Also dieser Satz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit oder deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, der ist aus einer polynesischen Lebensphilosophie, die nennt sich Huna, H-U-N-A. Und mit der beschäftige ich mich, seit ich 18 bin. Als ich 18 war, hat mein Vater mir ein Buch geschenkt von einem Typen, Serge King heißt der. Der ist Meister in dieser Philosophie. Ja, so wie es Meister gibt in Yoga und Zen-Meister, ist der in dieser Philosophie. Ich habe davon nie vorher gehört gehabt. Und er hat gesagt, Thorsten, mit das, womit du dich so befasst, ich sehe das ja, das könnte dir gefallen. Und dieses Buch war ein Volltreffer. Und diese Philosophie, die hat 7 Prinzipien. Und eines davon ist, deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Dass das dein Fokus bestimmt für dich, wohin die Reise geht. Das heißt, das ist der Schlüssel. Und das liest man erstmal, findet das faszinierend, aber das ist ja ein Prozess, den du durchlaufen musst. Also ich habe mich früher auch übers Wetter geärgert. Wobei ganz interessant ist, ganz früh habe ich mich tatsächlich überhaupt nicht übers Wetter geärgert und irgendwann wirst du älter, dann fängst du an mit so einem Blödsinn und dann hörst du wieder auf, weil du sagst, es bringt ja nichts. Ja? Dein Fokus ist deshalb so entscheidend, weil er darüber entscheidet, wer du bist. Also deine ganze Stärke, das ist übrigens auch ein Grundsatz der Huna-Philosophie, lautet, alle Kraft kommt von innen. Das bedeutet, du hast Kraft. Hat aber jeder, das ist auch ganz interessant. Du darfst dich damit nicht über andere stellen, weil du hast die Kraft, ich habe die aber auch. Und jeder um dich herum hat diese Kraft. Alle Kraft kommt von innen bedeutet, du solltest dir erstmal klar sein, wer willst du sein? Das ist die Hauptfrage. Wer oder was willst du sein? Nicht, was willst du haben, was willst du machen, womit willst du dich beschäftigen? Wer willst du sein in mehreren Lebensbereichen? Also zum Beispiel für mich war irgendwann vollkommen klar, ich möchte ein guter Vater sein. Ich möchte ein guter Ehemann sein. Das gelingt mir nicht jeden Tag und immer. Aber ich kann trotzdem das Ziel haben, das immer wieder zu verfolgen. Und wenn ich merke, wie du gerade sagst, wenn ich von dem Weg abgekommen bin, wenn der Fokus nicht ganz scharf gestellt ist, nee, dann gehst du nochmal einen Schritt zurück und sagst, aha, stimmt, da gehe ich wieder hin zurück. Mhm. Das heißt, wer willst du sein? Und da gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, ich möchte ein guter Lehrer sein. Ja, dann können die sich irgendetwas suchen, wo sie in der Schule, an der Uni, als Coach, in der Fortbildung, wo auch immer. Aber die müssen mit anderen Leuten zusammen sein und wollen die an ihrem Wissen teilhaben lassen. Dann gibt es andere, die sagen, ich möchte ein guter Musiker sein. Ja, und in Lebensbereichen bedeutet, ich möchte ein guter Freund sein, ich möchte ein guter Partner sein, ich möchte ein guter Vater sein und so weiter und so fort. Und das Zweite ist dann, dass du dich fragst, also was will ich sein? Ja. Und dann als Zweites kannst du dich fragen, was will ich denn eigentlich? Also auch materiell. Will ich zum Beispiel in einem Haus wohnen? Will ich ein tolles Haus? Will ich eine Wohnung? Ist mir das wichtig? Will ich ein tolles Auto? Oder ist mir das völlig egal? Das sind keine unwesentlichen Fragen. Weil wenn du dir selber sagst, ich brauche all das Materielle nicht, aber in Wirklichkeit denkst du bei jedem tollen Auto, was da vorbeifährt, boah, hätte ich das so gern, dann machst du dir selber was vor. Kann aber auch genauso gut sein, dass jemand sagt, ey, pass mal auf, du brauchst unbedingt so einen Sportwagen. Du sagst, echt, ich spiele mit dem Spiel nicht mit, ist mir egal. Das heißt, du musst auch als Nächstes wissen, was willst du und was willst du nicht. Und wenn du weißt, wer willst du sein und was willst du, ist die zweite Frage für mich immer, was bist du bereit dafür zu tun? Also angenommen, du sagst, ich wäre gerne ein fantastischer Pianist. Okay, was bist du bereit dafür zu tun? Bist du bereit, so viel dafür zu üben? Bist du bereit dafür, gewisse Dinge nicht mehr zu tun? Das ist nämlich dann die dritte Frage. Was bist du bereit, nicht mehr zu tun? Und dann stell dir mal vor, du hättest das schon, was du dir da vorgenommen hast. Ein Auto, Klamotten, ein Haus, nimm irgendwas. Stell dir das mal wirklich vor. Wie fühlt sich das an? Und wenn du dir das genau vorgestellt hast, willst du es dann immer noch? Weil ganz oft habe ich mir Dinge gewünscht und habe mir vorgestellt, ich will, ja, wie wäre das? Und habe danach gemerkt, es gibt andere Dinge, die sind mir wichtiger. Ich habe diese begrenzte Zeit hier auf dieser Erde und da beschäftige ich mich lieber mit anderen Dingen.
Und da geht dann dein Fokus hin, natürlich. Und es gibt 4 Schritte, in denen du deinen Fokus lenken kannst. Das erste ist, wir sollten in einer guten Stimmung sein. Also wir sollten zumindest Energie haben. Wenn du völlig ausgelaugt bist, wenn du Wochen durchgearbeitet hast und willst einfach mal einen Tag lang nur spazieren gehen oder von mir aus nur auf der Couch liegen oder nichts machen, dann ist das nicht der Moment, wo du deinen Fokus einstellen solltest, weil du bist durch. Mhm. Aber wenn du viel Power hast, dann ist das ein guter Moment, den Fokus einzustellen. Und Power kann alles sein. Also wenn du so richtig wütend bist, das kann ein Moment sein, wo du sagst, nee, das möchte ich in Zukunft so nicht mehr, da soll es hingehen. Wut ist nicht immer was Schlechtes. Wenn du so richtig sauer bist, ne, dann kannst du sehr wohl sagen, okay, ich weiß noch nicht, wo es hingehen soll. Aber das hier möchte ich auf gar keinen Fall mehr. Also der Fokus geht auf jeden Fall weg hiervon. Und im zweiten Schritt überlegst du dir dann, ja, wo soll er denn hin? Das ist natürlich immer schön, hin zu etwas zu kommen. Also gute Power, das ist der erste Schritt. Meine Lieblingsmethode, gut in eine gute Stimmung zu kommen, ist es, eine Atemübung zu machen, spazieren zu gehen, richtig gute Musik zu hören, manchmal ein Espresso zu trinken, mit einem Hund spazieren zu gehen. Ja? In deinem Fall könnte das sein, du meditierst. Was auch immer. Du machst irgendwas, was dich in gute Stimmung bringt. Das zweite ist, unsere Sprache hat eine sehr große Kraft. Alles, was wir aussprechen, hören wir ja auch immer selber. Und wenn ich etwas will, dann spreche ich das in der Regel auch aus. Ich erzähle das dann auch manchmal Leuten meines Vertrauens recht schnell, weil das macht auch wieder was damit. Du hast ja festgelegt, Commitment heißt das, ne? Das heißt, du hast für dich schon mal gesagt, alles klar, ich habe das mit dem geteilt. Das setzt dich so ein bisschen in Zugzwang. Das ist gut, für deinen Fokus ist das super. Das dritte ist die Visualisierung. Das ist das, was du angesprochen hast. Unsere Vorstellungskraft ist ein wahnsinniges Tool. Also wir können uns Dinge vorstellen, die ja gar nicht sind. Wir können uns eine Zukunft vorstellen, die ja noch gar nicht ist. Generell jeder Gedanke an die Zukunft ist ja immer eine Fantasie. Wir stellen uns eine Zukunft vor, die fast nie so eintreten wird, wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir es uns so richtig vorgestellt haben, dann kommt der letzte und wichtigste Schritt, da müssen wir auch rausgehen, müssen wir was tun, da müssen wir eine Handlung angehen. Und das kann nur eine rituelle Handlung sein. Also angenommen, du sagst, ich würde wahnsinnig gerne Italienisch lernen, dann trinkt man Espresso. Das ist ja schon mal der erste Schritt ins italienische Feeling. Ja, dann sagst du, okay, ich werde in den nächsten 6 Monaten, Italienisch grundlegend zumindest mal die Basics verstehen. Das wäre eine Suggestion, die auch machbar ist. Nicht zu viel. Du könntest auch sagen, ich lerne in den nächsten 2 Jahren einigermaßen ordentlich Italienisch zu lernen. Das wäre auch eine Suggestion, die klappt. Dann stellst du dir das mal vor, wie das so ist, wenn du mit Italienern Italienisch redest. Und dann kommt aber der letzte und wichtigste Schritt. Dann mach irgendeine rituelle Handlung. Meld dich bei einem Online-Programm an. Sofort. Kauf dir ein Notizbuch und einen schönen Stift, da schreibst du Italienisch rein. Das ist schon die erste rituelle Handlung. Du musst irgendetwas direkt schnell tun. Ruf bei einem Freund an, der Italienisch spricht und sag, du pass mal auf, ich habe mir das vorgenommen, sag mir doch mal die wichtigsten Sätze, die man so braucht beim Essen bestellen und die lernen. Also irgendeine schnelle Sache. Also dieses Handeln ist halt wahnsinnig wichtig, denn unser Leben reagiert nicht auf unsere Gedanken. Die Gedanken sind der Schlüssel natürlich, ne? Aber unser Leben reagiert nur darauf, wie wir dann auch handeln. Also wenn du zum Beispiel den ganzen Tag meditierst und danach gehst du raus und bist voll aggro, dann hättest du genauso gut nicht meditieren brauchen. Mhm. Weil du falsch, na falsch nicht, weil du anders handelst, als du dir es vorher vorgestellt hast und ist dann nicht zielgerichtet. Das heißt, die Handlungen sind das wirklich Wichtige. Unser Leben reagiert nur auf unsere Handlungen. Das ist interessant, wenn du jetzt nochmal die Kette zusammenfassen würdest. Das erste war die Energie quasi. Gute Energie. Okay, also quasi eine gute Stimmung zu kommen. Ob durch Musik, spazieren gehen, Sport, irgendwas, das man einfach mag? Sport ist super zum Beispiel auch. Ja, dich mal so richtig beim Sport, wenn du merkst. Also ich habe das zum Beispiel jetzt gehabt. Ich war jetzt gerade 3 Monate am Stück auf Tour. Mhm. Da konnte ich keinen Sport machen. Das geht nicht. Weil auch wenn ich abends spät auftrete, gehe ich nicht morgens im Hotel in den Fitnessraum. Das, was ich abends auf der Bühne mache, das ist die Fitness. Ja, und ich habe das total vermisst. Und habe gestern noch mal angefangen und das ist es dann. Ne? Also sich dann noch mal so richtig auszupowern, da fühlst du dich super. Zum Beispiel, das kannst du machen, ja. Was war das Zweite? Die Sprache. Verbalisieren. Wie sprichst du mit dir selbst? Immer im Präsens. Also okay. Nicht ich werde und auch nicht ich suche. Sondern ich mache? Ich mache das. Also, und das kann sogar, da sind wir jetzt bei einem Bereich, eben du hast eben gesagt, es gibt zu viel Hokuspokus, so viel Quatsch. Da sind wir in einem spirituellen Bereich, den ich nicht erklären kann. Mhm. Meine Tochter studiert in Wien, hat eine Wohnung gesucht. Die ist da hingefahren, hatte nichts, hatte keinen Kontakt, hatte keine Wohnung. Und was haben wir gemacht? Wir haben alle gesagt, du findest eine Wohnung in Wien. Und sie hat auch gesagt, ja, ich finde eine Wohnung in Wien.
3 Tage später hatte sie eine Wohnung in Wien und zwar eine sehr schöne. Und das kannst du mit ganz vielen Dingen machen. Nicht ich suche eine Wohnung, dann wird dein Unterbewusstsein losziehen und suchen. Dein Unterbewusstsein nimmt jeden Befehl, den du gibst, nimmt es an. Und zwar genauso, wie du ihn gibst. Also wenn du sagst, ich suche eine Wohnung, dann bist du mit Suchen beschäftigt. Ich werde eine Wohnung finden, ja irgendwann in der Zukunft. Nein, jetzt. Also unser Unterbewusstsein kennt nur das Präsens, kennt nur jetzt. Als wir eben diese Übung gemacht haben mit dem Essen, ne, schmeckt dir gut, schmeckt dir nicht gut, hast du gemerkt, hast du sofort reagiert. Mhm. Weil dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die du dir für die Zukunft vorstellst oder aus der Vergangenheit. Für dein Unterbewusstsein ist immer jetzt. Also rede ich mit mir im Jetzt. Okay. Und das kannst du mit allem machen. Ich mache diese Reise. Ich mache diese Reise im Oktober. Würde auch noch funktionieren, ja? Wenn du einen ganz klaren Plan hast. Das wäre zwar wieder in die Zukunft, aber im Präsens gesprochen. Immer jetzt. Dann war das Dritte, das zu visualisieren, was du quasi verbalisiert hast? Genau. Stell dir das genau vor. Mit allen Modalitäten, die du hast. Butter mal so richtig gute Emotionen ein. Was ich auch manchmal mache, ist, dass ich sage, okay, nimm das Ziel. Also, was ist denn, nimm mir doch mal was von dir. Was würdest du denn jetzt gerne mal visualisieren? Ein Ziel, das du hast, was du toll findest, wo du gerne deinen Fokus drauf lenken würdest? Boah, was wäre jetzt ein Ziel und worauf ich? Also, das ist jetzt halt sehr stark abhängig von meinem Gemütszustand bei mir. Bei mir ist es einfach chillen jetzt gerade. Naja, gut, das kannst du ja machen, ohne dass du jetzt dein Foto. Da kannst du einfach sagen, okay, ich erlaube mir jetzt mal, mich so richtig zu entspannen. Ne? Genau. Wenn es um den Fokus geht und du sagst, ich habe jetzt ein Ziel, also was weiß ich. Genau, ist jetzt nicht so spektakulär, wenn jemand ein Ziel jetzt hat und so. Ja. Aber ist auch in Ordnung, weil das zeigt ja, dass du ziemlich bei dir bist. Das ist ja wunderbar. Ja. Weiß ich nicht, ob es das zeigt, aber. Aber angenommen, das wäre jetzt eine Reise oder ein Treffen mit einer Person oder ein Halbmarathon oder ein Marathon oder ein Turnier gewinnen oder irgend sowas halt. Ne? Also gehen wir doch mal in den Sport, wo es ja wirklich wichtig ist. Also zum Beispiel hier den Felix Groß, den habe ich dann auch gefragt, ja, was ist denn vorm Elfmeter? Was ist denn das Wichtigste? Und hat der gesagt, ja, die Vorstellung, wo der Ball hingehen soll, weil aufs Tor schießen können die alle. Also ein Profifußballer in der Liga, die treffen alle das Tor. Und dann kommt ein Elfmeter bei der EM, oder schießen die daneben? Wie kann denn das sein? Weil die mental nur daran denken, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt verkacke? Und dann geht der Fokus dahin und dann verkackst du es halt. Anstatt zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt genau in diesem Moment zu sein. Ich erlaube mir genau bei mir zu sein. Und dann stell dir mal vor, wie es wird, wenn du es schaffst. Und wenn das jetzt eine Reise ist oder der Elfmeter, oder ein Auto oder eine Uhr oder nimm auch von mir aus was Materielles. Erlaub dir mal, dich jetzt so gut zu fühlen, wie du dich fühlen würdest, wenn du es schon hättest. Also nimm es mal gedanklich vorweg. Und dann wirst du merken, ah, das fühlt sich echt gut an. Und dann ist eine meiner Lieblingsmethoden, dann zu sagen, so, und jetzt verdoppel mal diese Emotionen noch. Jetzt gibst du mal noch so richtig, butterst da mal noch mal mehr gute Emotionen rein. Weil unser Unterbewusstsein liebt gute Emotionen. Das ist die Hauptmotivation. Die Hauptmotivation ist große Schmerzen, also weg von etwas oder hin zu etwas. Und je größer diese Amplitude von dieser Emotion ist, desto lieber nimmt unser Unterbewusstsein das an. Also erlaubt dir mal, das so richtig zu wissen. Ah, super, das wird total super. Ist es etwas, wenn wir jetzt bei dem Dritten sind und du sagst, wir visualisieren das jetzt. Ich zum Beispiel habe da so ein bisschen, also ich zum Beispiel muss mich bremsen. Ich habe das schon, seitdem ich ein Kind bin, immer sehr viel gemacht, sehr viel auch so gelernt und so. Ich musste bei mir so ein bisschen lernen, aufzupassen, dass man nicht in so eine Tagträumerei abdriftet. Ja, wo man dann zu sehr in dieser perfekten Welt, wo man das dann alles irgendwie hinkriegt und bla. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau, was du meinst. Das ist vollkommen richtig. Du darfst ja keinen Träumer auch dieser Sprung zum Tun. Richtig. Deshalb der letzte Schritt. Und deshalb ist der letzte Schritt immer sofort irgendeine Handlung direkt. Also zum Beispiel, nehmen Sie bei mir jetzt. Ich habe 3 Monate nicht so Sport gemacht wie sonst. Ne? Ich mache das aber wahnsinnig gern. Und dann nimmst du dir ja vor, ab morgen. Es gibt ja immer so den einen Tag, wo du sagst, so ab morgen gehe ich wieder rein. Ne? So, aber anstatt zu sagen, ab morgen, machst du halt ein Liegestütz gleich. Sofort. Du sagst, ab morgen mache ich wieder Sport und weißt du was? Ein Liegestütz mache ich jetzt schon. Und 2 Kniebeugen noch dazu. Und noch 3 Burpees. Kannst du auch im Anzug machen. Verstehst? Kannst du sofort machen. Und du wirst merken, dadurch passiert was. Das heißt, du hast einen Prozess begonnen. Und für uns gibt es in der Psychologie nichts Ätzenderes als einen nicht abgeschlossenen Prozess. Deshalb funktionieren Cliffhanger in der Serie so gut. Selbst wenn wir die Serie gar nicht so mega geil finden, da kommt der mega Cliffhanger am Schluss. Guckst du die nächste Folge trotzdem noch, weil du willst ja wissen, wie das eine Ding ausgeht. Jetzt machen die den nächsten auf. Deshalb gucken wir sowas. Social Media.
da kommt immer die Angst, etwas nicht abgeschlossen zu haben, weil dieser Feed, der hört ja nie auf. Das heißt, du musst dich irgendwann zwingen, damit aufzuhören. Etwas nicht abzuschließen ist für uns psychologisch total unangenehm. Deshalb lesen wir auch Bücher zu Ende, die ab der Mitte uns vielleicht gar nicht mehr interessieren. Mhm. Deshalb übrigens auch in der BWL gibt es ja diese Begriff der Sunk-Cost-Bias. Genau. Wir schmeißen also dem schlechten Geld noch Gutes hinterher, weil wir Dinge abschließen wollen. Und das waren jetzt Lades Negativbeispiele. Ein Positivbeispiel wäre, du fängst jetzt schon was an, du machst jetzt eine Schublade auf. Die Chance, dass du dann weitermachst, ist extrem hoch. Und das wäre für mich auch ein sehr gutes Beispiel für Selbstmotivation und nicht Manipulation. Damit motivierst du dich. Und das ist eine echte Motivation. Das ist interessant. Nee, weil ich glaube, dass wenn man das alles hört, dass so Schritt 1, 2 und 3 kriegt man irgendwie hin. Und dann ist so der vierte ist dann immer so, was ist die kleinste Aktivierungsenergie, die man sozusagen benutzen kann, um genau das zu nutzen, was du gerade beschreibst, dass man und tut. Es kann eine rituelle Handlung sein. Es kann sein, dass du dir, wie gesagt, das Notizbuch oder den Stift nimmst. Oder ich werde nie vergessen, ich habe diese Huna-Philosophie, die habe ich auf Hawaii auch gelernt. Also ich habe mich da so tief reingekniet, dass ich irgendwann nach Hawaii zu den Meistern gefahren bin und wollte bei den alten Meistern diese Philosophie wirklich auch lernen. Und ich kann mich erinnern, wir standen in Kauai, wunderschöne hawaiianische Insel, standen wir am Strand und da standen einige Hawaiianer und die haben in den Sonnenuntergang geschaut, also abends. Und nachdem die Sonne dann untergegangen war, haben die alle diese Bewegung hier gemacht. Und da habe ich dann irgendwann gefragt, was machen die denn da? Und dann sagen die, ja, also in der Huna-Philosophie, da beginnt der Tag mit der untergehenden Sonne. Das kannte ich natürlich so nicht. Sag ich, das erklär mal. Ja, also das Meer steht in der Philosophie für die Traumwelt, für das Unbekannte, für das Unbewusste, für das Nicht-Sichtbare, aber sehr Präsente, das uns auch stark beeinflusst, mit dem man lebt. Und die Sonne taucht ab in das Meer, also in die Traumwelt. Das heißt, während die Sonne untergeht, träumen wir schon den nächsten Tag. Man könnte auch sagen, ich stelle mir einfach vor, was da passieren soll. Visualisieren wäre wahrscheinlich das richtige Wort. Ich sage mir einfach, was soll am nächsten Tag so passieren. Okay, angenommen gestern Abend. Ja, morgen fahre ich nach Stuttgart zum Tim, den kenne ich noch nicht. Das wird bestimmt super. Ich stelle mir das Gespräch locker schön vor, dass wir beide ein schönes Gespräch haben. Stell mir noch vor, wie ich gesund und munter wieder ins Auto steige und zurückfahre und abends noch einen schönen Abend verbringe mit meiner Familie. Das wäre zum Beispiel toll visualisiert, weil wenn du es visualisiert hast, hast du ja auch ein Ziel. Dann hast du einen Fokus, wo es hingehen kann. Ne? Freunde, ihr kennt mich mittlerweile. Ich nutze jede Gelegenheit, um euch daran zu erinnern, wie wichtig Sport für euch ist und auch eine gesunde Ernährung. Ich nehme immer diesen Vergleich, dass wenn wir alle neurobiologischen und biologischen Effekte, die Sport auslöst, in eine Pille pressen könnten, wir wahrscheinlich eins der besten Medikamente überhaupt hätten. Einerseits für unsere Gesundheit, aber auch für unsere Psyche. Was kommt uns dort in die Quere ist, dass wir nicht wissen, wie wir genau trainieren sollen und auch ein kleines Faulheitsproblem haben. Und genau hier kommt MCI ins Spiel. Schritt Nummer 1, du lädst dir die App runter, entweder über den Link in der Beschreibung oder gibst MCI-App im App Store ein oder auf Android. Schritt 2, du durchläufst eine 2-minütige Analyse. Und auch wenn die sehr kurz ist, aus der können wir super viele Informationen ziehen und deine Ziele und Wünsche berücksichtigen, sodass du nicht nur den optimalen Trainingsplan bekommst, sondern auch einen, der in dein Leben reinpasst. Und dann Schritt 3, kannst du einfach nur zugucken, wie die App alles für dich macht. Jede Eingabe, die du während dem Training machst, speichert die App und lernt daraus, um dir einen noch besseren Plan zu generieren und noch mehr auf deine Bedürfnisse einzugehen. Du kannst daheim trainieren, du kannst im Gym trainieren. Wir haben über 800 Übungen in der App. Alle diese Übungen sind mit 3D-Animationen hinterlegt und wir haben Sportwissenschaftler im Support, die super Antworten auf jede Frage geben können. Das heißt, wir tun alles dafür, dass du die beste Form deines Lebens erreichst. Egal, ob du Muskeln aufbauen willst, abnehmen willst, beides willst oder einfach nur ein ausgewogenes Training brauchst. Wenn ihr es wirklich ernst meint und jetzt noch euer Leben verändern wollt und die beste Form eures Lebens rausholen wollt, auf einer nachhaltigen Ebene, dann holt euch jetzt die App, ladet sie euch runter und legt heute noch los. Und ihr könnt sie auch noch 7 Tage gratis testen. Und mit dem Code TIM bekommt ihr auch noch immer den größten Rabatt, der gerade verfügbar ist. Vielen Dank an alle Leute, die uns schon vertrauen und die App nutzen und damit krasse Transformationen hingelegt haben. Wir sind mittlerweile über 10.000 Leute, die die App aktiv nutzen. Und dafür will ich mich bedanken und viel Spaß weiter mit dem Podcast. So, und da stellen Sie sich also in die untergehende Sonne vor. Und die Idee dahinter ist, dass am nächsten Tag die Sonne ja aus dem Meer wieder aufsteigt. Und das, was im Traum visualisiert wurde, dann in die Realität materialisiert wird. Das ist ein wunderschönes Bild, finde ich. Ne? Mhm. Aber die hocken da jetzt nicht einfach und gucken da rein und sagen, ja, das wäre ganz schön und trinken dann ein Bier, sondern die sagen, alles klar, das ist mein Plan. So wird das passieren und die rituelle Handlung, um das abzuschließen, ist das hier. Das ist pow, so wird es passieren. Zack, jetzt ist die Power da. Das ist die rituelle Handlung. Das ist der Handgriff. Mhm.
ganz rituell. Aber ich kann dir sagen, wenn du das so machst, wirst du merken, da wird was passieren. Und da ist ja auch eine Kraft drin. Das ist ja kein leichtes Streicheln, sondern es ist ganz bewusst ein so, abgeschlossen. Und damit ist es auch abgeschlossen. Die denken dann nicht weiter drüber nach, sondern dann treffen sie sich mit den Freunden und trinken das Bier. Oder zwei. Oder keins. Krass. Das ist schon faszinierend, wenn man sich das so überlegt. Das ist auch mal so eine ganz andere Perspektive als wir, wie wir das dann mit nach Hause nehmen und sagen, scheiße, nicht genug. Und ja, ich glaube, dass übrigens auch ein Grundsatz der Huna-Philosophie, es gibt keine Grenzen. Also es gibt keine Grenzen bedeutet, in dem Moment, in dem wir beide miteinander reden, jetzt sind wir eine Einheit. Mhm. Auch für die Menschen vor den Bildschirmen jetzt, ne, sitzen wir beide in einer Einheit jetzt gerade da. Und also da kannst du jetzt ins ganz Große gehen, es gibt keine Grenzen. Das bedeutet aber auch, Grenzen sind ja sehr wichtig. Wir brauchen ja Grenzen. Also zum Beispiel ist das mein Glas und das deins. Und angenommen, ich bin stark erkältet, könnte das sehr wichtig sein, diese Unterscheidung sehr wichtig sein, ja. Und das heißt, Trennung ist eine nützliche Illusion. Also eine Grenze ist eine nützliche Illusion. Und das bedeutet wiederum, du kannst die Grenze immer da ziehen, wo du sie gerade für richtig befindest. Und wir kennen es alle. Wir kommen nach Hause und sind in Gedanken noch bei der Arbeit, beim Projekt, das nicht abgeschlossen ist, bei irgendwas. Und jetzt in meinem Beispiel ist es so, also meine Kinder sind jetzt ja schon groß, ne? Aber wie oft kam ich nach Hause und es war nichts abgeschlossen. Ich hatte drei kleine Kinder und die wollten auch was von ihrem Vater haben. Und ich war dann gedanklich vielleicht noch bei irgendwas, das nicht so gut gelaufen ist. Oder ich war gedanklich bei der Tour am nächsten Abend, weil ich am nächsten Morgen losfahren musste. Aber ich war nicht da, wo es wirklich wichtig war. Und da habe ich mir ganz oft selber wirklich gesagt, alles klar, das gehört jetzt nicht hierher. Ich ziehe jetzt die Grenze, das ist mir wichtig und das andere kümmere ich mich morgen. Ich möchte das jetzt so. Das habe ich zu mir selber gesagt. Und zwar auch genau in dem Tonfall. Und das hat geklappt. Und wenn ein Gedanke, es gibt ja zwei Sorten von Gedanken. Es gibt einmal die Gedanken, die kommen einfach. Da kannst du gar nichts gegen machen. Und dann gibt es die, wo du aktiv deinen Fokus hinlenkst. Da können wir auch eine schöne Übung machen. Ich bin jetzt mal 10 Sekunden, ich bin mal 10 Sekunden still. Auch für euch. Und ich sage nichts. Beobachte mal deine eigenen Gedanken und guck mal, was du in den nächsten 10 Sekunden so alles denkst. Ab jetzt. Oh, die 10 Sekunden sind jetzt mal um. Du kannst die Augen nochmal öffnen. Schnell vorbei. Ja, ist schnell vorbeigegangen. Ja. Und ich will jetzt deine Gedanken gar nicht wissen, aber wie viele Gedanken hatten wirklich genau mit diesem Gespräch zu tun? Ich hatte nur einen Gedanken, der hatte mit dem Gespräch zu tun. Ah, okay. Aber du hast jetzt nicht kontrolliert, der kam einfach. Der war da, ich versuche da immer sehr diszipliniert zu sein. Ja. Das ist also, ich bin ja hier, das Ding ist, ich höre dir zu und ich muss mir meine Fragen immer so unterdrücken. Und dann habe ich sie so immer in den Schubladen. Ja. Und, weißt du, was ich meine? Dann speichere ich die so ab und dann ist halt zwei Fragen. Also der eine Punkt ist, die machen wir natürlich gleich, die zwei Fragen. Na, ist gut, der eine Punkt ist, die kommen einfach, diese Gedanken, ja. Genauso wie kommen kann, habe ich einen Stecker vom Bügeleisen rausgezogen, wenn du auf Reisen bist oder irgendwas. Ja, die kommen einfach, kannst du gar nichts machen. Mhm, aber ja, das stimmt, ja. Und dann gibt es die, wo du sagen kannst, okay, der kam jetzt einfach, ich richte meinen Fokus aber woanders hin. Das heißt, das sind die Gedanken, die du sagst, ich möchte jetzt aber mich dahin konzentrieren. Das sind deine bewussten, fokussierten Gedanken. Und ein Denkfehler ist es, jedem Gedanken, der kommt, wahnsinnig viel Raum zu geben. Mhm. Ja, also was weiß ich, ich habe früher mit meinen Kindern gespielt und dann kam, hast du schon den Effekt für morgen vorbereitet oder hast du für die Tour morgen schon alles vorbereitet? Ich bin aber gerade da aus meinem Warehouse da gekommen und habe alles vorbereitet, wo ich gesagt habe, ja, ist schon klar, dass der Gedanke jetzt kommt, aber den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich check das morgen früh nochmal, ich habe ja eine Checkliste nebendran liegen, ich bin ja so ein pedantischer Typ dann, der alles abhakt nochmal, das wird da alles liegen, ich beschäftige mich jetzt hiermit. Den anderen Gedanken, den möchte ich nicht weiter Energie geben. Und das funktioniert sehr gut. Anstatt zu denken, ja stimmt, und dann fängt dieses Gedankenkarussell an. Ist wunderbar, zu einem Gedanken zu sagen, ah, interessant, dass du gerade kommst, aber weißt du was, dich kann ich hier gerade überhaupt nicht gebrauchen. Guck dich kurz um, geh wieder raus. Ich beschäftige mich lieber mit diesem Glas, mit dieser Person, mit was auch immer. Stark. Ich find es schön, wie du das alles also sehr relatable auf den Punkt bringst. Sag mir mal, wie schützt du dich selber davor auch, vielleicht in so einer Vorbereitungsfalle zu landen. Also wenn man zum Beispiel jetzt bei diesen 4 Punkten ist, dann kann es ja auch sein, dass sich beim 3. Punkt, bei dieser Visualisierung, dass man so ein bisschen anfängt, komplizierter zu denken, als man eigentlich müsste. Ja.
und vielleicht auch zu spät in die Handlung kommt. Ja. Und dann aber sozusagen diese fehlende Handlung vielleicht auch kompensiert mit einer unnötigen Komplexität, ja, die manchmal nötig ist. Also manchmal musst du mehr manchmal Zeit verbringen, ja, mit deinen Gedanken, mit, ja, einer Sache. Und manchmal ist es aber auch einfach zu viel. Mhm. Und es ist dann irgendwie so ein auf den ersten Blick nützlich erscheinend, aber eigentlich ist es eine Art Fokusraub. Ja. Ja, und auch so eine Beschäftigungsmaßnahme, weil man, genau, man ist ja so gerne beschäftigt. Genau. Ja. Man, genau, erzählt ja auch so gerne, ja, ich muss später noch dahin und ich komme gerade daher. Stell dir mal vor, du triffst einen und der sagt, ey, ich bin total beschäftigt gerade. Also morgen muss ich dahin, übermorgen muss ich dahin, gestern war ich da. Dann finden wir das in der Regel ja toll. In der Regel, mhm, denken wir ja, boah, ey, der ist total gefragt, super Typ. Mhm. Stell dir mal vor, derselbe Typ würde sagen, ey, mir geht's super, seit 3 Wochen mache ich einfach nichts. Mhm. Den würden wir irgendwie wahrscheinlich, entweder würden wir den super cool finden, oder würden wir, ich wäre neidisch auf den. Ja, oder wir würden denken, naja, weiß nicht so genau. Also, was ich damit sagen will, ist, wir finden es ja bei anderen auch ganz toll, wenn die beschäftigt sind, und wir wirken auch gerne beschäftigt, weil wir, damit sind wir natürlich auch in gewisser Weise wichtig. Anstatt uns mal die Zeit zu geben und zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach mal gar nichts, also ich habe keine Idee zum Beispiel, was weiß ich, ich schreibe ein Buch und mir fällt nichts ein. Dann mach einfach mal, mach mal gar nichts. Nichts tun. Geh eine Runde spazieren. Gib dir selber mal die Aufforderung. Hör mal, liebes Überbewusstsein, schick mir mal ein paar gute Ideen. Lass dir so viel Zeit, wie du dafür brauchst. Nur gut sein sollten die Ideen. Und dann machst du einfach mal nichts. Und dann kommen meistens sehr, sehr schnell die Ideen tatsächlich. Und zwar in Momenten, wo du entspannt bist. Mhm. Wo du unter der Dusche stehst, wo du beim Spazieren bist, wo du gute Musik hörst, einen Film schaust. Ja, da kommen die dann. Und dieses, wenn du sagst, dass man nicht zu viel Zeit mit irgendwas verbringen soll, zu viel Energie, das kann jeder anders machen. Also ich für mich habe zum Beispiel, ich habe von meiner jüngsten Tochter mal eine Sanduhr geschenkt bekommen und die benutze ich ganz oft. Also ich sage zum Beispiel ganz oft für mich so, ich drehe die jetzt um und so lange mache ich das, so lange stelle ich mir das vor. Ich habe auch so ein Sanduhrenproblemchen. Ich habe auch die gerne. Ja, ist toll. Das hilft mir sehr. Ja, ist total super. Ja, weil man sagt, okay, welche Sanduhr nehme ich jetzt für welche, ja, Sache? Genau. Ja. Und da bei der ist sogar noch das Schöne, die ich gerade gesagt habe, die ist ja noch von meiner Tochter. Das heißt, dadurch ist sie ja noch für mich, hat noch einen emotionalen Bedeutung. Wert, ne, hat einen ideellen Wert. Und ich nutze die total gerne. Auch für alles Mögliche nehme ich diese Sanduhr daher, weil du schließt es damit für dich ab. Und es gibt ja ein Prinzip, das nennt sich Heliumprinzip. Es gibt noch ein anderes Wort, das mir gerade nicht einfällt. Aber Heliumprinzip bedeutet, Helium ist ein Gas, das genau so viel Platz in Anspruch nimmt, wie du ihm gibst. Mhm. Also angenommen, du hast eine gewisse Menge Helium, mhm, und du gibst dem Helium so ein Gefäß, dann wird es das Ganze ausfüllen. Wenn du es aber in so ein Glas reinbringen würdest, dann würde das Helium dieses Glas genau ausfüllen. Ich glaube, da gibt es für Zeitmanagement, heißt es Parkinson'sches, ja, Gesetz quasi. Ja, das ist es, ganz genau, du, das ist es. Ja. Eine Aufgabe dauert so lange, wie viel Zeit du gibst. Ja, und deshalb mag ich diese Sanduhren, weil manchmal merkst du, okay, die hat nicht gereicht, dann drehst du halt nochmal um. Aber du hast, wir mögen sowas ja, so eine Struktur und alles, damit wir es eben nicht zerdenken. Weil es heißt immer, du musst frei sein im Denken, ne? Du brauchst Denkfreiheit. Ich würde es anders bezeichnen. Wir sind nicht frei in unserem Denken. Wir, mhm, sind frei in unserem Fokus, manchmal. Aber du bist nicht frei in deinem Denken. Wenn ich zu dir sage, denk nicht an einen blauen Elefanten, dann ist das eine Einflussnahme. Wenn ich in einem Raum sitze, der gemütlich und schön ist, dann fühle ich mich da anders, denke ich in diesem Raum anders, als wenn wir jetzt hier in irgendeiner Metzgerküche sitzen würden und ich würde mich unwohl fühlen und es wäre kalt. Ich habe nichts gegen Metzgerküchen, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja? Oder irgendein Raum, wo ich mich unwohl fühle. Das heißt, unser Umfeld, andere Menschen, auch was die sagen, beeinflusst immer, was wir denken. Wir sind nicht frei. Das heißt, das Ziel sollte nicht darin bestehen, frei zu sein im Denken, sondern das Ziel sollte darin bestehen, sich von den Fesseln falscher Gedanken zu befreien. Also es kommt so ein Satz, das schaffst du nicht. Und diese Fesseln, die es dir anhängt, von denen solltest du dich befreien können. Und das ist dann meiner Meinung nach ein Leben in Harmonie, ein lebenswertes Leben. Wenn du nicht Opfer bist deiner eigenen Gedanken die ganze Zeit. Ist das etwas, wo man, weil du beschäftigst dich ja auch mit Hypnose, ist das etwas, wo man zum Beispiel mit Hypnose ansetzen kann, um, ja, solche selbstlimitierenden, fesselnden Gedanken zu identifizieren, im Konkreten, woher die kommen, ja, wie man sich dessen entledigt? Also ich finde, Hypnose ist ja so in der breiten Bevölkerung, kennt man das ja immer so als
Schlaf. Tag, 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 ja, Schlaf ja, ein, dies, ja. das. Mich würde interessieren, also ob du das praktizierst, was deine Sichtweise dazu ist. Und also auf der einen Seite ist es halt, glaube ich, eine Sache im Showbiz, aber auf der anderen Seite ist das ja auch wirklich eine Art und Weise, wie man Menschen therapieren kann ja. und ihnen helfen kann. Ja. Und genau, finde ich. Ja, bleiben wir mal bei der Suggestion. Also was ist eine Suggestion? Eine Suggestion ist eine Idee, die von deinem Unterbewusstsein ausgeführt wird. Und die hat zu tun mit deiner Vorstellungskraft. Geh mal mit beiden Händen so nach vorne. Und jetzt stell dir einfach mal vor, zwischen deinen beiden Händen sind zwei Magnete und die ziehen sich an. Und es sind ganz starke Magnete und die ziehen sich an. Geh dem ruhig nach. Die ziehen sich an und ziehen sich an. Das heißt, diese Magnete, die sind immer stärker und immer stärker. Deine Hände werden immer stärker voneinander angezogen. Geh dem ruhig einfach nach. Kämpf nicht dagegen an. Immer stärker und immer stärker, bis sie sich berühren. Das heißt, diese Magnete, die sind immer stärker und sie sind ganz, ganz stark. Die ziehen sich an. Ganz genau, bis in die Handflächen geht das jetzt. Das heißt, deine Handflächen ziehen sich an. Immer stärker und immer stärker und immer stärker, ganz fest, richtig, richtig fest. So ist es gut, ganz genau. Und jetzt verschränk einmal die Finger ineinander. So richtig fest. Und jetzt verschränk einmal die Finger richtig, richtig fest. Ganz, ganz fest. Verschränk sie noch fester und fester und fester. Und jetzt, Tim, stell dir einmal vor, deine Hände sind so fest ineinander verschränkt, dass sie wie miteinander verwachsen sind. Stell dir vor, deine Hände sind so fest wie Stahl. Stell dir vor, deine Hände sind wie miteinander verschweißt, wie miteinander verwachsen. Deine Hände sind ganz, ganz fest, ganz fest. Stell dir vor, dass mit jedem Wort, das ich sage, deine Hände immer fester werden und immer fester. Deine Hände werden immer fester und fester. Jetzt stell dir einmal vor, deine Hände sind so fest ineinander verschränkt, dass wenn du sie voneinander lösen wolltest, dass dir das gar nicht gelingen würde, weil deine Hände sind jetzt so fest, dass sie ganz fest wie Stahl, wie Stein, wie miteinander verschweißt sind, wie miteinander verwachsen. Und je mehr du versuchst, deine Hände zu lösen, desto fester verschließen sich deine Hände, denn deine Hände sind jetzt ganz, ganz fest, ganz fest. Wenn du jetzt gleich versuchst, deine Hände zu lösen, wirst du merken, es wird dir nicht gelingen. Und je mehr du es versuchst, desto schwieriger ist es. Versuch mal, deine Hände zu lösen, es wird dir nicht gelingen. Du kannst deine Hände nicht voneinander lösen. Das geht nicht, oder? Möchtest du gerne deine Hände voneinander lösen? Ist okay. Ist okay. Pass mal auf, in dem Moment, in dem ich jetzt mit den Fingern schnipse, kannst du deine Hände sofort wieder voneinander lösen. Aber noch nicht. Wenn du es jetzt versuchst, wirst du merken, es geht nicht. Du kannst nicht, oder? Du kannst deine Hände nicht lösen. Und das geht jetzt übrigens noch weiter, das ist ganz interessant. Dieses Gefühl der Festigkeit, das geht jetzt bis über deine Arme, bis hier in die Ellenbogen mit rein. Und wenn du jetzt gleich versuchst, deine Ellenbogen zu beugen, wirst du merken, das geht nicht. Du kannst deine Ellenbogen nicht beugen. Die sind ganz fest, die sind wie eingerastet, wie ein Stuhl, wie so ein Gartenstuhl. Versuch mal, deine Ellenbogen zu beugen, es wird dir nicht gelingen, du kannst es nicht. Und Achtung, du kannst deine Ellenbogen beugen, kannst die Hände wieder voneinander lösen. Ja. Das ist die Macht der Vorstellung. Was da gerade stattgefunden hat, hat nur in deiner Vorstellung stattgefunden. Und das finde ich sehr stark. Du wolltest gerade eine Frage stellen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde, man, wenn man sich darauf einlässt, dann spürt man schon, was passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel so komplett skeptisch dagegen und ich jetzt dann, also ich habe lustigerweise einen ähnlichen Trick gestern gesehen. Und da hat einer genauso das da gesagt. Ich war so, Digga, was zum Fick? So, komm, red kein Scheiß, ehrlich. Ja. Und jetzt gerade habe ich so gemerkt, es ist einfach, ja, also irgendwie, da passiert was. Aber wird ja auch sicherlich Leute geben, die, sag ich mal, sich dessen verschließen und sagen, yo, das mache ich jetzt nicht. Und ja, natürlich, dann ist das halt das falsche Tool für diese Leute, wobei ich dir sagen kann, jeder kann diese Vorstellung so für sich nutzen, wie du das gerade gemacht hast. Das heißt, dieses Potenzial, das hat jeder von uns und wir nutzen es meiner Meinung nach. Ich habe fast Krämpfe bekommen, also wirklich schmerzhaft, das so zu halten. So. Ja. Also ich war gerade auch sehr glücklich, dass du gesagt hast. Ja, irgendwann muss das natürlich dann auch wieder auflösen. Das hat mehrere Faktoren. Also einmal ist eine Suggestion, ist eine Idee, die in dein Unterbewusstsein gelangt und dort ausgeführt wird. Das heißt, du hast einfach mal die Ideen, die ich dir gerade präsentiert habe, die hast du angenommen. Das ist das, was du gesagt hast mit, ich war dem gegenüber offen, hast du gerade gesagt. Ne? Ich habe das angenommen. Du hast nicht gesagt, nee, ich möchte das nicht. In dem Moment hättest du die Tür zu deinem Unterbewusstsein zugemacht. Ja, wenn die Tür zu ist, dann kommt die Idee nicht rein. Du hast einfach gesagt, nee, ich stelle mir das einfach mal genau vor, was der sagt. Das Interessante ist aber, das war ja keine Einbildung, das war ja echt, was da passiert ist. Das war ja sogar messbar. Du hast ja nicht was gespielt, sondern das war echt.
Genau, ich glaube, was wichtig ist an dem Punkt ist, das ist jetzt nicht so, dass ich was gemacht habe, was ich nicht tun wollte, sondern du hast etwas, ich habe gesagt, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, ja. Ich mache das. Ja. Und du hast mir noch mehr Munition gegeben oder Öl ins Feuer gegossen oder wie auch immer. Ich habe deine Vorstellung genau. angeheizt. Genau. Und das Zweite, was sehr, sehr wichtig ist, bei so einer Suggestion jetzt gerade, ist es immer wichtig, dass du mir vertraust. Du hättest das niemals, diesen Prozess zugelassen, wenn ich dir zutiefst unsympathisch wäre oder wenn du nicht mir vertrauen würdest. Wenn du sagen würdest, ah, ich weiß gar nicht, ob der das so gut kann. Ich weiß gar nicht, wo ich mich da reinbegebe, in wessen Hände ich mich da begebe. Hättest du gesagt, nee, mach ich nicht mit. Wären die Hände da geblieben. Hättest du vielleicht gemerkt, okay, ja, das geht zusammen, aber ich möchte das nicht. Und der dritte Schritt ist, du musst dir selbst vertrauen. Wichtig ist, du musst Selbstvertrauen haben auch dabei. Sonst kannst du dich darauf niemals so einlassen. Sonst wirst du immer skeptisch bleiben. Und das ist ein wichtiger Punkt auch für uns selbst. Vertrau mal auf dich selbst. Das ist übrigens auch ein Satz, den ich wahnsinnig gerne auch meinen Kindern mitgegeben habe, wenn die in eine schwierige Prüfung reingegangen sind. Also meine Tochter bei der Aufnahmeprüfung für die Musicals, wo aus knapp 1000 Leuten 8 genommen wurden. Ich meine, wenn du in so eine Prüfung reingehst und sagst dir, ey, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier genommen werde? Dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich, dass du dann genommen wirst, wenn du mit der Einstellung da reingehst, ja. Natürlich ist wichtig, dass du das, was du machst, kannst. Also du kannst da nicht reingehen und sagen, ey, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, mal gucken, was passiert, wird schon irgendwie gut gehen. Auch dann kannst du noch großes Glück haben, aber hast du einfach einmal Glück gehabt. Ich rede davon, du bist top vorbereitet, du hast alles gemacht, was zu tun ist. Du hast alles, was du tun konntest, hast du getan. Und dann gehst du da rein. Bleiben wir bei dem Beispiel der Aufnahmeprüfung, ja. Also meine Tochter hat sich da, seit sie in der Grundschule ist, praktisch darauf vorbereitet. Die hat Unterricht genommen in allem, was da wichtig ist. Die ist ständig irgendwo hin und hat von Leuten gelernt, wo sie das lernen konnte. Die hat Auftritte gemacht, das hat die Erfahrung gehabt. Das hat sie schon alles gemacht. Und trotzdem, dann kommst du da hin und unter, ich weiß nicht, ob es 800 oder 1000 sind, ich möchte da nicht übertreiben, aber ehrlich gesagt ist das, ob es 800 sind oder 1000, ist so ein großer Unterschied dann auch nicht mehr. In dem Moment, wo du dann da stehst, dann sollst du nicht mehr zweifeln. Oder nehmen wir meinen Sohn, der Abi gemacht hat, der sich wirklich gut ernsthaft vorbereitet hat, der sich wirklich Zeit genommen hat, alles, was irgendwie wichtig ist zu lernen, der alles gegeben hat. Ne? Und natürlich soll der vorher zweifeln und überlegen, ah, habe ich in dem Fach alles gelernt? Gibt es noch irgendwas, wo der Lehrer mich drankriegen könnte, weil ich es nicht vorbereitet habe? Wenn das so ist, dann gucke ich mir das noch an. Das heißt, zweifeln, unsicher sein, das ist sehr gut, in der Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn es dann soweit ist, also angenommen, er steht morgens auf und hat die Prüfung oder meine Tochter fährt dahin und macht die Aufnahmeprüfung, dann ist das der falsche Moment, um zu zweifeln. Dann solltest du die Zweifel hinter dir haben. Dann solltest du einfach sagen, okay, ich vertraue mal auf mich selbst. Ey, wie oft habe ich das schon gemacht? Wie oft habe ich diese Situation für mich gedanklich schon durchgespielt? Wie oft habe ich irgendetwas gelernt, weil ich weiß, dass ich es jetzt eventuell gebrauchen kann? Also ich vertraue wirklich mal auf mich selbst. Und das Dritte ist dann, das Erste ist, an was Schönes denken. Das haben wir noch gar nicht genannt. Also irgendeinen guten Gedanken fassen. Ne? Das kann alles sein. Es kann eine schöne Blume sein. Es kann dein Haustier sein. Es kann deine Freundin sein. Ein guter Freund, toller Moment. Familie, was auch immer du möchtest. Ein guter Gedanke. Als Zweites ist Vertrauen auf dich selbst. Und das Dritte ist, ey, jetzt erwarte ich mal, dass es gut ausgeht. Ich erwarte einfach, dass das gut läuft. Mhm. Also okay, ich verstehe. Also einfach so den Bezugspunkt so ein bisschen wechseln. Ja, und wie diese Suggestion für dich selbst, wie die sich körperlich auswirkt, das haben wir ja gerade bei dir gesehen. Ja? Das sind alles Muss ich darauf einlassen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, ob du jetzt eine Visualisierung, ob du jetzt irgendwas visualisierst oder ob du deinen Fokus lenkst oder ob du ja genau einfach dir Dinge vorstellst in deinem Tagesablauf ja. oder Ziele, die du erreichen möchtest. Ich glaube, dass du in viel mehr Detail reinkommst, wenn du es zulässt, dass du dich dem halt irgendwie hingibst. Also es ist ja auch irgendwie ja. eine Form von Hingabe. Verstehst du, was ich meine? Natürlich, es ist Entspannung letzten Endes. Also nicht mit Spannung reingehen, sondern mit Entspannung genau. reingehen. Beziehungsweise mit dem richtigen Verhältnis an Anspannung und Entspannung. Aber dieses ein bisschen wie wenn die Brasilianer kicken ja, damals. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Da sind wir wieder bei meiner Lieblingsphilosophie, der Huna-Philosophie. Ja, Huna, diese beiden Silben, die bedeuten schon etwas. Also Hu bedeutet Kraft, bedeutet Power, bedeutet Energie, bedeutet Stärke. Und Na bedeutet Ruhe, bedeutet Stille.
Und Stärke aber eher im Sinne von, in der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Und unser ganzes Leben ist ein Zusammenspiel aus diesen beiden Polen. Und Harmonie ist es immer dann, wenn die im richtigen Verhältnis zueinander sind. Und wenn du sagst, wenn die Brasilianer kicken, dann ist es genau das richtige Beispiel. Ab und zu, da ist ein Sprint, da ist Power drin, da ist ein Ball drin, den könnten wir niemals halten, weil der so eine Kraft hat. Ja? Und dann gibt es aber die Momente, wo man sich auch zurücknimmt. Wo man sich vielleicht auf seine Position stellt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt gerade nicht gefragt, ich warte wieder, bis ich dran bin. Und dann gehst du wieder in die Kraft. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass wir mit diesem Wissen, wenn wir eine Situation sehen, das reingeben können, was fehlt. Also ich empfinde unser Gespräch zum Beispiel gerade als äußerst harmonisch. Ich habe einen viel größeren Redeanteil. Ja, du bist voll angenehm. Also ich rede wahnsinnig viel gerade, ja, weil ich aber auch merke, dass du nicht reingehst. Also weil ich krieg von dir immer die Zeichen, ja, red da gerne weiter. Ja. Aber es ist für mich jetzt nicht unharmonisch, dass ich den Eindruck habe, ah, ich muss hier was überbrücken, weil und auch immer, gar nicht. Ja. Angenommen, das wäre jetzt anders. Also angenommen, du wärst jetzt so total ruhiger und würdest gar keine Fragen stellen, dann würde ich gucken, dass ich nicht auch noch zusätzlich Ruhe da reinbringe und ebenfalls ganz ruhig zurückgelehnt da sitze, sondern da würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Kraft reinbringen, wäre ein bisschen lauter. Oder umgekehrt, angenommen, du wärst fast schon aggressiv und würdest, dann wäre ich wahrscheinlich eher ruhig und würde dieses in der Ruhe liegt die Kraft anwenden, weil ich versuche, für mich grundsätzlich in eine Situation das reinzubringen, was meines Erachtens fehlt. Wenn etwas fehlt, manchmal fehlt ja auch gar nichts. Ne? Dann brauche ich nichts reinbringen, dann bin ich einfach in der Situation zu Hause. Also würdest du zum Beispiel jetzt sagen, bei der Hypnose ist das so eine Art geleitete Visualisierung, wo man sich wirklich mit allen Sinnen so darauf einlässt und vielleicht auch, wenn man selber mit sich machen will oder mit anderen Personen, jetzt mal neben diesem Showbiz-Charakter, wo du jetzt quasi das für einen Trick machst, ist das, würdest du sagen, das ist einfach ein Tool, um sich sozusagen noch stärker in eine Sache reinzufühlen, um nochmal vielleicht so diese Erfahrung, die man nur mental macht, nochmal tiefer zu verwurzeln in einem oder... Also tatsächlich das Interessante ist, was Hypnose genau ist, da gibt es keine Definition. Okay. Es gibt zum Beispiel in Amerika einen Hypnotiseur, Kreskin heißt er, ein älterer Mann, der in den 60er, 70er Jahren richtig groß war in Amerika, immer noch auftritt auch. Der macht solche Sachen, wie ich das gerade mit dir gemacht habe, macht der ganz viele und er sagt immer, Hypnose gibt's ja gar nicht. Und er macht es trotzdem. Er sagt, es gibt nur Suggestion. Ich will jetzt diese Diskussion gar nicht groß aufmachen. Ich kann nur sagen, es gibt keine allgemeingültige Definition davon. Ich habe für mich mal recherchiert für ein Buch. Es ist die unbewusste Ausführung einer Idee. Aber ich finde oft, also jetzt für mich persönlich, ich habe so Sachen, wo ich, sage ich mal, mich selber so ein bisschen hypnotisiere. Und ich benutze das, um mir besser Dinge vorstellen zu können. Und ich entspanne mich extrem dabei. Ja. Und ich glaube, das ist, also für mich persönlich, wie ich es beschreiben würde, ist für mich jetzt, ich glaube, wie gesagt, es gibt so im Showgeschäft und in diesem therapeutischen oder in diesem eigenen Bereich, ich glaube, da kann man schon noch Unterschiede, vielleicht könnte man jetzt welche suchen. Aber für mich ist es, ich entspanne mich bis zu dem Grad, wo ich so eine Art nützlichen Tagtraum konstruieren kann. Also wo ich so entspannt bin, dass ich zum Beispiel, dass meine Aufmerksamkeit, ich mit der spielend umgehen kann. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Also dass das fließt, dass das nicht angestrengt ist, dass das minimal Kraft kostet. Also ein bisschen wie so eine Art Tagtraum-Flow, den man gut steuern kann. Ich würde das als eine sehr gute Beschreibung ansehen, dessen, was du da gerade auch gemacht hast. Oder was wir gerade gemeinsam gemacht haben. Mhm. Das Entscheidende sind zwei Dinge, und da sind wir wieder bei den Lieblingsthemen. Der Fokus und die Vorstellung. Ja. Das heißt, der Fokus war gelenkt und die Vorstellung war ganz klar. Übrigens, Visualisierung bedeutet nicht bei jedem, dass er sich das bildlich vorstellen kann. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mir bildlich Dinge gar nicht so gut vorstellen. Und trotzdem, wenn ich jetzt die Augen zumache und stelle mir vor, ich wäre an einem schönen Strand oder so, kann ich dieses Gefühl, kann ich ja trotzdem in mir vermitteln. Aber ich sehe dann nicht wirklich einen Strand. Andere Leute sehen den richtig vor sich. Das ist, also bei vielen Leuten ist das was ganz anderes. Deshalb auch da ist es schwierig, eine allgemeingültige Definition dafür zu finden.
Ich finde allerdings, dass dieses Thema Vorstellungskraft und das, was wir dadurch in der Hand haben, das ist, finde ich, bei sehr vielen Themenbereichen ist das noch stark unterrepräsentiert. Wir können auch so viel, was wir uns vorstellen können. Und es gibt ja diesen Satz, if you can visualize it, you can realize it. Mhm. Und das ist eigentlich wieder so ein lass es mich nennen, Instagram-Coach-Schwätzersatz. Aber der ist true. Nein, er ist nur halb true. Also nicht alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich auch realisieren. Okay. Aber andersrum? Das ist nämlich der Punkt. Okay, genau. Andersrum ist dieser Satz richtig. Das heißt, er hat einen wahren Kern. If you can visualize it, you can realize it. You could. Andersrum, finde ich, wird ein Schuh draus, wenn ich sage, if you cannot visualize it, you will not realize it. Also ja, genau so verstehe ich. Ja. Nicht alles, was ich mir vorstellen kann, muss so eintreten. Ja. Ganz im Gegenteil, das wäre ja schrecklich. Ja. Außerdem, so einfach ist das Leben dann auch nicht. Das wäre wieder so eine Übersimplifizierung einer hochkomplexen Sache. Aber eins ist klar, wenn du es dir nicht vorstellen kannst, dann hast du keine Chance. Und das ist zum Beispiel ganz Du wirst nicht reinstolpern. Das wird dir nicht zufällig dann passieren. Nein. Vor allem, was soll dir denn dann passen? Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Und also diese Übung, die ich eben erzählt habe, mit diesem Fokus zum Beispiel, ne, wie der Fokus eingestellt wird, die mache ich in meinem Abendprogramm mit einem Tier. Also ich lasse die Leute ein Tier visualisieren, verbalisieren, die sind gut drauf, da kommt noch die rituelle Handlung danach. Die sehen das alle 2-3 Tage nach diesem Abendprogramm. Und ich sage dann aber auch immer, Leute, ihr habt das nicht materialisiert, ihr wart keine Magier. Das Tier wäre trotzdem da gewesen. Ihr hättet es nur nicht gesehen. Das ist der Punkt. Das heißt, durch unseren Fokus sehen wir Dinge, die da sind. Ist wie eine Lampe auf. So ist es. Die wir sonst nicht sehen würden, obwohl sie auch da wären. Und das kannst du mit allem machen. Das kannst du mit einem Ziel machen, das du hast. Das kannst du mit deinem Beruf machen. Das kannst du mit einer Partnerschaft machen. Wir hatten es ja vorhin, als wir beide da waren. Ich finde, wenn ich mir Aufmerksamkeit vorstelle, dann stelle ich mir das immer vor wie eine Lampe, die einen dunklen Raum erhält. Ja. Also es sind ja Dinge, die sind alle da. Richtig. Und ich kann jetzt quasi, diese Lampe kann ich aber in zwei, wenn ich jetzt ganz grundlegend unterscheide, ganz am Anfang, dann kann ich die entweder nach außen richten oder nach innen. Ja. Und ich glaube, so seit der Zeit des Handys, Social Media und Co. habe ich manchmal das Gefühl, dass sehr viel von dem Content, der online ist, auch so eine Art Visualisierungsersatz geworden ist. Ja. Dass Menschen quasi sagen, ich muss gar nicht diese Fähigkeit, ich sag mal, nicht trainieren, sondern das ist ja eigentlich eine Fähigkeit, die aus einer Phase von Unterstimulation, von zum Beispiel, wenn dir langweilig ist. Du wirst das kennen als Kind noch. Also ja. Ich auch, vor Handys. Ja. Du hast irgendwie Hausarrest bekommen, du starrst die Decke an oder du suchst irgendwas, was dir irgendwas gibt und dann ist halt deine Vorstellungskraft das Einzige, was dich irgendwie bei Laune hält. Ja. Heißt, es ist jetzt gar nicht so ultra nützliches und irgendwo, wo du so viel Disziplin reinstecken musst, das ist irgendwas, was dir Spaß macht. Yeah. Aber das ist so ein bisschen, da haben wir so eine Brücke geschlagen oder so, da gibt's das Handy so einen Kurzschluss dafür. Genau. Du jetzt jedes Mal, wenn eigentlich dieser natürliche Impuls kommen würde, wo du mit deiner Vorstellungskraft arbeiten würdest, ja, sagst du, zack, ich muss mir gar nicht vorstellen, ich kann es mir schon angucken. Ja. Und ich glaube, da geht ganz viel verloren. Da geht wahnsinnig viel verloren. Da geht es auch ganz oft in den Vergleich, der ja auch fast immer Unglück bringt, weil ich vergleiche mich ja immer nur mit Leuten, die das haben, was ich nicht habe, die so sind, wie ich gerne wäre, aber nicht bin und so weiter und so fort. Abgesehen davon ist diese Welt ja auch nur eine Facette, die gezeigt wird. Alles andere, was drumherum ist, sehen wir ja ganz oft nicht. Also die Leute, die ich kenne, die auf Social Media sehr erfolgreich sind, die arbeiten da wahnsinnig hart dafür. Mhm. Und das ist extrem aufwendig, was die da machen. Aber das sieht so locker leicht aus. Das ist eine Illusion. Und einer der besten Sprüche, die ich mal gelesen habe für Langeweile, war von dem Christopher Nolan, dem Regisseur, der ja Batman, The Dark Knight gedreht hat, Tenet oder Inception ja auch gedreht hat. Inception auch, ne? Und der hat kein Handy, der hat kein Smartphone. Dann haben sie ihn gefragt, stimmt es, dass sie kein Smartphone haben? Und hat er gesagt, ja, das stimmt. Also als erstes schon mal muss ich sagen, ich bin in einer Position, in der ich mir das leisten kann, weil meine Assistenten, die haben alle eins. Also wenn ich irgendwas brauche, dann werden halt die angerufen. Und das Zweite ist, ich brauche das auch, keins zu haben, weil die guten Ideen, die kamen mir immer, wenn ich an der Ampel stand, im Stau stand, aufs Essen gewartet habe, irgendwo rumsaß, auf der Parkbank saß, dann kamen meistens die Ideen so, zack, so der letzte Kick, der es dann richtig gut gemacht hat. Und er sagt, wenn ich ein Smartphone dabei gehabt hätte, hätte ich diese Zeit mit was anderem verbracht.
Und dann wären mir all diese guten Ideen gar nicht gekommen. Und ich glaube, da steckt ganz viel auch mit drin. Und ich bin aber selber ja auch nicht frei davon. Ich bin ja auch ein Opfer. Wenn ich irgendwo sitze und warte aufs Essen, ja, ratzfatz, nimmst das Handy raus, guckst, ob meine Frau mir eine WhatsApp geschrieben hat. So, und direkt nebendran ist der Button für Instagram. Ach komm, da gucke ich doch mal schnell so. Und dann, dann hört es ja nicht dann auf. Dann das auf die andere Art und Weise. Ganz genau. Und da muss man sich wirklich, das habe ich beim Bücherschreiben gelernt. Ich liebe es ja, Bücher zu schreiben. Ich mache das einfach. Ich sitze gerne am Schreibtisch und sortiere meine Gedanken und bringe die in eine gewisse Form. Ich texte gern, das liegt mir. Ich mag das wahnsinnig gern. Und trotzdem gibt es ja Momente, wo du weißt, du hast jetzt irgendwie 3 Stunden am Stück geschrieben, du musst mal irgendwie raus. Ne? Dann mache ich da manchmal sinnlos surfen, nenne ich das. Dann darf ich als Belohnung, darf ich eine halbe Stunde Instagram. Oder ich gehe mit den Hunden oder was auch immer. Aber wenn es das sinnlos surfen ist oder sinnlos auf Instagram unterwegs sein, limitiere ich das immer für mich beim Schreibprozess. 20 Minuten, eine halbe Stunde länger auf keinen Fall. Und dann wieder ganz klar Disziplin zurück. Da mag ich Disziplin tatsächlich gern, wie so ein Stundenplan. Mhm. Verstehe ich. Dann hat man, also ich meine, hat ja auch irgendwo einen Sinn und einen Zweck im Leben, dass man auch irgendwo entspannt und ist ja auch wie ein Orientierungsreflex, ja, klar. Dass man sagt, ey, okay, jetzt habe ich mal kein Ziel, ich habe nichts, ich gucke mal, was gibt es denn alles da? Also ja. man im Endeffekt, Disziplin ist ja ein schmaler Werden von dieser Fokuslampe und das andere ist halt ein breiter Werden von dieser Fokuslampe. Und Harmonie bedeutet beides wieder mal. Genau. Ja? Harmonie bedeutet immer, beide Facetten mit drin zu haben. Ruhe und Entspannung, hell und dunkel, heiß und kalt, was immer du nimmst. Es gibt ja von allem immer zwei, dieses Prinzip der Dualität. Mhm. Und das richtige Verhältnis zwischen beiden im richtigen Moment, das ist es halt immer. Zu der Hypnose-Sache, was ich da spannend finde, ist, wenn ich jetzt wieder diesen 4-Schritt-Prozess durchlaufen würde, ist das Erste, ich glaube, also mir zum Beispiel hilft das super stark, also ich mache das viel so mit Bewegung, also mit so gleichmäßiger Bewegung, weil es beruhigt und dieses Beruhigen führt dann dazu, dass man entspannt, das gibt mir gute Laune. Dann ist das Zweite, ist jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ist der Fokus, wenn du selber Dinge sagst, hast, die du dir sagst oder weißt, okay, in welche Richtung will ich jetzt da gehen. Wenn du das aber nicht weißt, dann hilft das zum Beispiel, wenn jemand extern dir so Impulse gibt. Ja, total. Weil dadurch trainierst du ja auch den ganzen Prozess und dann merkst du auch, oh wow, ich bin in der Lage, mir Dinge so vorzustellen. Ja. Dann experimentierst du auch damit rum. Ja. Und die dritte Sache, dieses ganze Visualisieren und so, das wird ja dann nochmal viel tiefer, wenn du, ist ja wie wenn du ein Buch liest oder so. Das finde ich ist was ganz anderes, wenn du, Leute sagen ja dann so, ja, warum soll ich ein Buch lesen? Ich kann ja einen Film gucken. Und dann sage ich so, das ist eine ganz andere Art von Tiefe. Das ist viel aktiver. Ja, also du redest hier mit jemandem, ich bin sowohl Cineast als auch wirklich bibliophil. Also ich liebe Bücher. Ja. Ist beides toll. Beides ist super. Also ich war gestern Abend im Kino und habe danach aber auch noch 2 Stunden gelesen. Also man kann ja beides toll finden. Aber du kannst es nicht vergleichen. Das sind 2 Dinge, die das eine bedingt das andere. Also um einen Film zu machen, brauchst du ein Buch, ein Drehbuch oder ähnliches. Aber das ist nicht dasselbe Medium. Das, was du gesagt hast, ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. So wie ich das für mich sehe, sind Hypnose und Meditation praktisch dasselbe. Mag Unterschiede geben, aber praktisch im Großen und Ganzen ist es dasselbe. Mit dem Unterschied, dass die Hypnose von außen geführt ist, genau wie du sagst. Ich habe dir das abgenommen, diese Visualisierung. Ich habe dir das vorgegeben. Ich habe mir das für dich überlegt. Und bei der Meditation hast du es dir halt vorher selbst überlegt. Und mantraartig, das kommt ja auch daher, wiederholst du es für dich. Und diese Glaubenssätze, um ein weiteres großes Kapitel mal hier jetzt aufzumachen, die kommen ja genau daher. Und ein Glaubenssatz hat aber nur dann Wirkung, wenn du ihn dir auch glaubst. Aber letzten Endes, wenn du einen Glaubenssatz hast, wie zum Beispiel, ich kann gut Interviews führen. Ich werde auf Social Media die richtigen Leute erreichen. Das sind ja gute Glaubenssätze. Die funktionieren. Die ich nicht habe, aber. Aber unbewusst hast du die ganz sicher. Sonst würdest du das so nicht machen. Du brauchst die bewusst nicht. Das ist ja noch besser. Ist ja noch viel besser, wenn das alles schon da ist und du bedienst dich dessen einfach und das ist dir gar nicht mal so bewusst. Es ist sehr nett, wenn du das so wahrnimmst, aber nee, ich bin hier relativ, keine Ahnung, ich vergesse eigentlich alles, was hier ist und ich frage das, was mich interessiert. Ja, das ist der Schlüssel ja von einem guten Interview letzten Endes. Ne? Was ich eigentlich sagen wollte, ist ein Glaubenssatz, wenn du dir den sagst, das Wichtigste ist, dass
dass du dir den selber glaubst. Also abgesehen davon, dass er nicht zu lang sein sollte, ne? Also was weiß ich, das kann ja alles. Also dieser Glaubenssatz von Émile Coué, der das Ganze erfunden hat im 19. Jahrhundert, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser, den empfinde ich zum Beispiel schon als recht lang. Mhm. Und vor allen Dingen... Der postet kein konkretes Gefühl. Oder ich glaube mir den auch nicht. Es kann mir nicht jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser gehen. Deshalb ist das eigentlich der Satz, der immer genannt wird. Und Coué ist natürlich auch als Vater dieser Glaubenssätze jemand, den man dann nicht kritisieren sollte. Bei ihm hat er sicher funktioniert und er hat ihn sicher in der besten Absicht so formuliert. Aber ein Glaubenssatz ist nichts, was ich von jemand anders einfach unreflektiert übernehmen kann. Ich muss mir überlegen, greift der für mich? Ich hatte meine Frau im Coaching. Tolle Frau, die hat eine Firma übernommen von ihren Eltern und hatte Schwierigkeiten, die Leute zu führen. Da sage ich, was ist denn los? Ach ja, die sind ja teilweise schon länger in der Firma als ich. Hm. Die kennen mich noch als kleines Kind. Da habe ich gemerkt, ah, da ist wohl offensichtlich irgendwas. Da habe ich gesagt, alles klar, wir machen jetzt mal einen Glaubenssatz mit dir. Ich bin eine gute Geschäftsführerin. Das ist ein guter Glaubenssatz, ne? Sag den mal. Sagt sie ja, ich bin eine gute Geschäftsführerin. Dann sage ich, okay, und jetzt danach bist du mal 10 Sekunden still und hörst einmal, welche Antwort du dir gibst. Das ist diese Sorte Gedanken, wo ich eben gesagt habe, die kommen einfach. Ne? Also nicht ja, sondern warte mal eine Frage, du stellst dir selber eine Frage oder du gibst eine Aussage und du wartest mal, wie dein Unterbewusstsein auf diese Aussage reagiert. Also ich bin eine gute Geschäftsführerin. Und da kam, nee, also ich bin keine schlechte Geschäftsführerin, so schlimm ist das Gefühl nicht, aber da kommt nicht direkt ja. Da sage ich, alles klar, da brechen wir es doch mal runter. Ich möchte eine gute Geschäftsführerin sein, hat sie laut ausgesprochen. Ja, der Wunsch war also da. Hätte ja sein können, dass sie gar keinen Bock drauf hat, Geschäftsführerin zu sein. Mhm. Ja, doch, das wollte sie. Danach, ich habe das Recht, eine gute Geschäftsführerin zu sein. Kam ein Nein. Das heißt, das ist interessant. Wie kommt denn das her? Ja, weil wie gesagt, die kannten mich schon als Kind und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, ist das wirklich deine Überzeugung? Sagt sie, nee, eigentlich ist das totaler Quatsch. Dann sage ich, dann gibst du jetzt bitte deinen Unterbewusstsein den Befehl und sagst, das ist totaler Unsinn, ab jetzt habe ich dieses Recht. Sag das nochmal. Und ist schon besser, sagt sie, ja, ein bisschen besser, aber so ganz gut ist es noch nicht. Sag ich, mach das mal eine gewisse Zeit lang für dich und mach dir immer wieder klar, du hast dieses Recht, du darfst das wirklich. Und von da an wurde es besser. Das bedeutet, ein Glaubenssatz ist nur dann wirklich gut und Glaubenssatz ist auch eine Suggestion, eine Autosuggestion, wenn wir in uns wirklich selbst glauben. Das bedeutet, ein Glaubenssatz muss erstmal, also das Erste, was du kritisierst, ist, dass der spezifisch sein muss. Ja, ganz konkret. Der muss aber auch einen Nerv in deiner konkreten Lebenssituation treffen. Ja. Weil zum Beispiel jetzt ihr zu sagen, ich bin eine gute Geschäftsführerin, wäre sozusagen zu oberflächlich und würde das Kernproblem von ihr nicht treffen. Weil sie ja dachte, eigentlich ihr Kernproblem, weil sie dachte, vielleicht wegen der familiären Konstellation, genau, weil sie quasi halt da reingeboren worden ist, hat sie sich wahrscheinlich gesagt, hat sie kein Recht darauf, Geschäftsführerin zu sein. Ja. Weil sie nicht den normalen Weg gegangen ist oder weil andere Leute sie jung erlebt haben und so weiter. Weil die Selbstzweifel. Und das war natürlich Quatsch, weil sie ist ja den Weg gegangen. Sie kannte das Unternehmen von der Pike auf. Sie hat da sogar Praktika gemacht. Sie hat ein abgeschlossenes Studium. Also die Frau war perfekt dafür, ja. Aber Selbstbild und Fremdbild, ja. Und niemand hat sie in ihrer Form kritisiert. Also alle haben gesagt, ja klar, das ist die Tochter der beiden Geschäftsführer, war ein Ehepaar. Ja, natürlich, vollkommen klare Sache. Das heißt, auch ein Prinzip der Huna-Philosophie, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Sie hatte im Kopf, ich darf das gar nicht. Alle anderen hatten im Kopf, ja natürlich macht die das, wer sonst? Ja, das ist witzig. Also ich bin auf jeden Fall, ich kann sehr sympathisieren mit der Frau. Ich verstehe solche inneren Konflikte sehr gut. Das heißt, letzten Endes auch nur, dass sie reflektiert war und dass sie es nicht auf die leichte Schulter genommen hat und dass sie auch wirklich in dem, was sie macht, für die Belegschaft da sein wollte. Und da sind wir bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist es eigentlich. Überleg dir am besten, wie kann ich für andere da sein? Was kann ich mit dem, was ich mache, tun, damit andere was davon haben? Ja, das sind Selbstzweifel, weil man halt die Aufgabe sehr ernst nimmt. Genau. Sag mir mal, wie gehst du um mit Leuten, die da zynisch sind? So rufen die dich gar nicht erst? Oder also wie ist das für dich zum Beispiel, mit Leuten umzugehen, die zynisch dem gegenüber eingestellt sind, was du alles machst? Also so nicht nur skeptisch, sondern wirklich, also so, oh, komm jetzt nicht mit dem Scheiß. Ist es so, dass es gar nicht funktioniert? Oder ist es so, dass das dir dann auch gar keinen Spaß macht? Oder findest du dann doch einen Zugang zu den Menschen? Oder wie ist das? Also das Erste ist, ich versuche niemanden, der sich für das, was ich mache, nicht interessiert, zynisch ist, von irgendwas zu überzeugen. Mhm. Warum
sollte ich das tun? Also es hat ja jeder, ich mache ein Angebot, ne? Ich mache ein Angebot, du kannst meine Bücher lesen, du kannst in meinen Charakterclub kommen, du kannst in meine Shows kommen, wenn dich das interessiert. Wenn das dich nicht interessiert, ist das ja überhaupt nicht schlimm. Dann beschäftige halt dich mit Dingen, die dich interessieren. Also ich bin niemand, der missionieren möchte oder überzeugen muss von irgendwas. Das Angebot ist, guck mal, guck dir das gerne an. Und wenn dir das nicht gefällt, ist es vollkommen in Ordnung. Und dass jetzt jemand irgendwie bösartig oder zynisch ist im Programm oder in meinen Vorträgen oder Workshops, das kommt praktisch nicht vor. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das letztes Mal gewesen wäre. Nee, weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich naheliegend, dass es halt Menschen gibt, die sagen, hey, gut, ich glaube, du machst das jetzt auch nicht auf so eine provokante Art und Weise, dass du sagst, hey, hier ist jetzt die Kraft von deinen toten Großeltern und jetzt wirst du einen Top-Job machen. Dann hättest du sicherlich einige Leute gegen dich und weißt du, wenn du so ins Glaubenssystem anderer Leute reingehst, dann ist das auch kein Wunder. Sag mir mal eine Sache, wie viel Faszination, Mysterium, Zauberei oder ich nenne es mal Übersinnliches, ist in diesen allen Hinsichten nützlich, weil immer wenn wir von Glauben sprechen, ich weiß, was du meinst, ja. Immer wenn wir von Glauben sprechen, dann sprechen wir über einen festen Glauben an eine Sache, die wir nicht beweisen können. Ja. Die wir materialisieren wollen, realisieren wollen. Ja. Darf ich was dazu, die wir noch nicht beweisen können, vielleicht? Ne? Genau, vielleicht noch nicht beweisen können. Und ich finde, das ist so ein Kernaspekt, der ja auch Gesellschaft irgendwo richtet. Das ist ja auch, wie sich Gruppen organisieren, wie sich Menschen organisieren. Ich habe einen Traum, ich glaube an das, du auch, und das ist etwas, was uns wertetechnisch zusammenbringt. Ja. Und wir können es nicht abgeschlossen beweisen, aber wir sind dafür bereit, unsere Lebenszeit dafür aufzuopfern, vielleicht in diese Richtung zu gehen. Ja. Und da würde mich jetzt sozusagen diese Parallele, weil auf der einen Seite hast du, ich nenne es mal Social Media und das Internet, wo wir jetzt gerade eine sehr starke Wissenschaftskultur haben. Ich bin ein sehr großer Freund davon. Ja. Heißt, alles, was wir beweisen können, ist es ja immer super toll, Gesellschaft unnötige Komplexität wegzunehmen und Einfachheit und anwendbare, wiederholbare Beispiele, reproduzierbare Dinge mit auf den Weg zu geben, die einfach helfen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass wir halt ganz viel im Dunkeln tappen und es halt nicht wissen, ausprobieren müssen, glauben müssen. Mhm. Und da würde mich so mal deine Einstellung dazu interessieren. Also grundsätzlich liebe ich ja das Geheimnisvolle. Mhm. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, warum es wichtig ist, Geheimnisse zu haben für einen selbst. Oder als Ehepaar Geheimnisse zu haben, nur für einen selbst. In Freundschaften Geheimnisse zu haben. Ich finde Geheimnisse, das Unerklärliche, das finde ich natürlich unglaublich faszinierend. Ja, als ehemaliger Zauberkünstler, jetzt Mentalkünstler, Mentalist, Gedankenleser, da spiele ich ja auch ganz viel damit, gewisse Dinge geheim zu halten, eben nicht aufzudecken. Weil meiner Meinung nach ein Geheimnis nicht nur die negative Facette hat, oh Gott, der hat mich betrogen, oh Gott, der hat die und die Leiche im Keller, der hat Steuern hinterzogen, der hat einen umgebracht, der hat eine Straftat begangen und so weiter und so fort. Natürlich gibt's das alles. Es gibt die Dunklen, die Bösen, es gibt die Familiengeheimnisse, die aufgedeckt gehören, weil sonst die Kinder nicht wissen, warum sie unglücklich sind in der Familie. Da passiert psychologisch ganz viel. Das stimmt alles, aber es gibt auch die gute, es gibt die helle Seite. Es gibt Geheimnisse, die verbinden. Wenn wir beide super befreundet sind, dann ist ein Geheimnis die Währung unserer Freundschaft. Ich vertraue dir Dinge an, die ich sonst niemandem oder nur ganz wenigen anvertraue. Und umgekehrt ist es genauso. Das schafft Vertrauen. Das ist was Gutes in dem Moment. Und warum triggern, das falsche Wort wollte ich eigentlich gar nicht benutzen, warum reizen uns Geheimnisse so? Warum, wenn ich zu dir zum Beispiel sage, du, ich habe da was erfahren von dem und dem, kennst du auch, aber ich darf es dir nicht erzählen. Natürlich, das sagst du jetzt höchstwahrscheinlich nicht, dann will ich es auch gar nicht wissen. Dann willst du wahrscheinlich erstmal sagen, oh, das erzähl. Ja, klar, weil ich habe ja einen Wissensvorsprung. Nichts ist attraktiver für uns, als Mitwisser zu werden eines ausstehenden Geheimnisses. Mhm. Und deshalb funktionieren ja auch zum Beispiel Überschriften so gut, dieses ganze Clickbaiting. Heißt ja nur, da wird eine Überschrift aufgemacht, aber ich erzähl's dir noch nicht, ich halte es geheim, muss einen ganzen Artikel lesen, dann kriegst du die Lösung. Knappheit ist übrigens das psychologische Prinzip dahinter. Alles, was knapp ist, ist automatisch mehr wert. Ja, alles, was unendlich verfügbar ist, hat keinen großen Wert. Wenn etwas knapp wird, ist es was wert.
Wie gehst du in deinem Leben damit um? Wie viele Geheimnisse hast du mit dir selbst? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil es gibt ja, ich glaube, hier ist es auch so eine Balance zu finden. Wenn du zu viele Geheimnisse mit dir selbst hast, dann hast du... Das zieht dich runter. Das zieht dich runter und du hast keinen Kleber gesellschaftlich. Ganz genau. Du bist keine Bindung. Genau, du bist außerhalb der Gesellschaft. Ganz, ganz wenig. Ja, also ich habe eine fantastische Ehefrau, mit der ich jetzt seit fast 30 Jahren zusammen bin. Und die weiß praktisch alles. Aber nicht alles. Nein, niemand weiß wirklich alles. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, hat einmal gesagt, es gibt Dinge, über die spreche ich noch nicht einmal mit mir selbst. Natürlich haben wir alle Dinge, die uns unangenehm sind, die uns peinlich sind, die wir mit niemandem teilen möchten. Und die verschließen wir halt in uns selbst. Und das hat jeder von uns. Also jemand, der sagt, ich habe das alles überhaupt gar nicht, da wäre ich sehr skeptisch. Aber dass ich jetzt gewisse Dinge habe, die ich überhaupt mit gar niemandem geteilt habe, da habe ich nicht so viele von. Beruflich gesehen habe ich natürlich einige Geheimnisse, aber auch da, ich arbeite mit einem fantastischen Team. Die wissen ja, wie die Sachen funktionieren, die ich mache. Kennen deine Tricks. Ja. Aber ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du eben angesprochen hast, wo du gesagt hast, was ist mit diesem Übersinnlichen, mit dieser Spiritualität? Und ich denke, dass Spiritualität etwas ganz Wichtiges ist, das wir brauchen. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich so viele Menschen haben, die sich selbst irgendwelche Regeln auferlegen. Kein Fleisch essen, keine Milch trinken, vegan leben. Das sind jetzt nur Beispiele, die mir einfallen. Natürlich ist das alles aus einem guten Grund. Und ich finde es auch wirklich fantastisch, wenn meine Töchter zum Beispiel sagen, aus ökologischen Gründen mache ich das nicht. Super. Ich habe das sehr lange gemacht, habe es dann nicht ganz durchgehalten. Esse wenig Fleisch, aber ja, auch rein aus ökologischen Gründen. Aber es gibt ja noch viel mehr, was man sich alles so selbst auferlegt, was man alles nicht macht. Und ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass die Kirche keine wichtige Kraft mehr für die meisten Menschen ist in unserer Welt. Ja? Und die Kirche hat früher sehr genau vorgegeben, wie das Leben zu funktionieren hat. Ich bin kein Freund der Kirche. Die Kirche, also im Namen der Kirche sind die schlimmsten Verbrechen der Menschheit begangen worden. Also nennen wir irgendeines der grausamsten Verbrechen der Menschheit. In irgendeiner Form steckt irgendeine Religion dahinter. Ich bin wirklich kein großer Freund davon. Frank Zappa hat einmal gesagt, ich respektiere jede Religion, möchte aber im Gegenzug auch, dass ich respektiert werde, dass ich keine habe. Also auf gut Deutsch, macht doch alle, was ihr wollt. Da bin ich ein großer Freund von. Aber nochmal zurück. Die christliche Kirche hat in unserer Kultur, auch in unserem Alter schon und bei euch ja noch weniger, hat sie an Bedeutung doch extrem verloren. Bis auf ein paar Beispiele, ein paar Ausnahmen würde ich jetzt mal sagen. Ein Vorteil des Ganzen war aber, dass die natürlich klar vorgegeben hat, wie das Leben strukturiert ist, ne? Also freitags isst du kein Fleisch. Sonntags von dann bis dann triffst du dich mit denen und bist spirituell gemeinsam. Danach geht man noch miteinander einen Kaffee trinken oder später zum Frühshoppen. Und das hat ja nichts Schlechtes. Also diese Abläufe, die sind ja etwas, das wir für uns brauchen. Und wenn jetzt eine große Instanz wegfällt, die uns viele solcher Dinge vorgegeben hat und Regeln, brauchen wir tatsächlich, um Orientierung zu haben im Leben. Ja, also wenn wir die nicht haben, dann suchen wir sie uns selbst. Dann fangen wir an, uns selbst Dinge aufzuoktroyieren, damit wir wieder Regeln haben. Ich habe da mal ein wahnsinnig spannendes Buch gelesen, dessen Titel mir leider gerade nicht einfällt. Und da ging es um die Form in der Kunst. Also sowas lese ich. Das finde ich voll geil. Titel. Ja. Ich check sofort. Form in der Kunst. Ich kann dir das wenn ich zu Hause bin, schaue ich mal nach, was es ist. Und der Typ hat also genau beschrieben, dass in jeder Kunst, ob das darstellende Kunst ist oder Malerei oder Musik, brauchst du Muster. Es gibt dann zum Beispiel, mir fällt jetzt ein, weil ich sehr musikaffin bin, die Sonatenhauptsatzform. Ja? Also wenn du eine Sonate schreibst, da gibt es klare Regeln. Und du kannst natürlich sagen, scheiß ich drauf. Kannst du machen, aber dann schreibst du halt keine Sonate. Ja, wenn du Sonate schreiben willst, dann musst du halt diese Regeln haben. Und deshalb funktioniert das. Und Leute wie jetzt zum Beispiel Beethoven, der in seiner 9. Sinfonie einen Chor eingesetzt hat, der jetzt sogar die Europahymne ist, ne? Freude, schöner Gotterfunken, der hat mit dieser, das war in der Sinfonie nicht vorgesehen, der hat damit gebrochen. Der hat aber ganz bewusst damit gebrochen. Das heißt, er hat eine Regel genau gekannt
Und außerdem, es war seine 9. Sinfonie, es war die letzte. Die anderen 8 davor hat er genau die Form eingehalten, um dann in der letzten damit zu brechen, weil er gesagt hat, jetzt mache ich es aber mal so. Du kannst aber nur mit etwas brechen, wenn du es genau kennst. Also ich bin ein großer Freund von gewissen Regeln, die es gibt. Also auch hier, nimmst du mein Abendprogramm. Das ist ganz klar nach Regeln aufgebaut. Es gibt immer den Dreisatz, ja. Also jeder Effekt hat 3 Teile. Ein Joke hat 3 Teile. Also es kommt immer normales Beispiel, Pointe. So funktionieren Jokes. Und wenn du es anders machst, dann kannst du Glück haben und es funktioniert. Aber dann ist es halt Glück. Oder aber du sagst, alles klar, die Regel gibt's. Ich breche jetzt mal ganz bewusst damit, um einen anderen Effekt zu erzielen. Aber ich bin ein großer Freund davon. Und ich bin ein bisschen ausgeschweift jetzt. Ich glaube, Spiritualität ist etwas, das uns fehlt. Das uns in unserem Leben, ich rede von der Gesellschaft, nicht von den Einzelnen. Das fehlt, weil, guck dich mal um, was uns gerade echt fehlt, ist Harmonie. Was uns gerade wirklich fehlt, ist, andere anders sein zu lassen, ohne erhobenen Zeigefinger. Denen wirklich zuzuhören. Sich mit Leuten an den Tisch zu setzen, von denen du weißt, die haben eine ganz andere Meinung als du. Red doch mal mit denen. Ich rede nicht von denen, die schon verloren sind. Ich rede von denen, wo du weißt, eigentlich würde ich gerne mal mit denen darüber sprechen. Und sich dann nicht anzuschreien und nicht den anderen zu unterbrechen, sondern einfach mal nur zuhören. Wirklich versuchen zu verstehen, warum, woher kommt er. Ja, das heißt, solange ich das akzeptiere. Und ich kann auch am Schluss sagen, weißt du was? Ich habe mir das jetzt angehört. Ich ziehe es vor, mit dir überhaupt keinen Kontakt mehr zu haben. Ich finde das absolut widerlich, was du erzählt hast. Aber ich habe dir wenigstens mal die Möglichkeit gegeben, mir das zu erzählen. Ja. Weil was machen wir denn? Wir erzählen, gut, jetzt bin ich natürlich ein schlechtes Beispiel, weil ich habe in dieser Aufzeichnung ja auch den größten Redeanteil gehabt. Aber wenn ich dir was erzähle, dann erzähle ich doch was, das ich schon weiß. Wenn ich mal die Backen halte und dir zuhöre, ist die Chance, dass ich was erfahre, das ich vorher nicht wusste, ist doch viel größer. Ich verstehe, aber gut, das ist jetzt, das liegt in der Natur des Formats, aber ansonsten für jeden daheim, ich glaube, man bewirkt viel mehr, indem man erstmal versteht, woher der Mensch kommt, mit dem man spricht. Ja. Das ist mal so eine ganz grundsätzliche Regel. Versteh, mit wem du sprichst, versteh, was sind die Probleme. Ja. Und erst dann, und wenn du das verstehst und wirklich versuchst zu verstehen, so gut wie du es verstehen kannst, wirst du entweder etwas lernen, also wirst immer irgendwie was lernen. Genau. Du wirst, weil im Endeffekt, das ist, wenn wir wieder bei diesem Fokusbeispiel bleiben, es ist einfach, in diesem dunklen Raum der Wahrnehmung hat der halt seine Lampe woanders. Und jetzt kannst du dann, wenn du das einmal deine Lampe dort auch drauf stellst, wirst du dann vielleicht sagen können, okay, nehme ich das auch so wahr wie diese Person, komme aber zu anderen Schlüssen? Genau. Oder nehme ich das genauso wahr und sage, oh wow, das ist etwas, das hatte ich gar nicht auf dem Radar. Richtig. Und ich glaube, diesen Prozess muss man sich halt echt geben. Und ich glaube, wir sind da auch teilweise ein bisschen denkfaul geworden, indem wir Dinge sehr schnell labeln und sagen, ja, hey, du bist dieser Partei zugehörig. Oder hey, das klingt so wie einer, ja, der diese Partei wählt. Ja, genau. Und das, die Ironie an der Sache ist, dass genau dieser Prozess so ein selbstverstärkender Prozess ist, der dazu führt, dass genau das, was du jetzt eigentlich gar nicht willst, noch viel mehr passiert. So, weil die sagen dann, es hört mir ja keiner zu. Also gehe ich zu den Leuten, die natürlich mir gesinnt sind. Ja. Und dann entsteht halt noch eine viel stärkere Gesinnungspolitik und genau eine so ist es. Gesinnungsorganisation. Und es kommt noch was dazu. Wenn du sprichst, dann lernst du nichts über dich. Mhm. Wenn du aber jemand anders zuhörst, ist das Spannende, erfährst du ganz viel darüber, wie du selber denkst. Also wenn du jemandem zuhörst, verrät dir das ganz viel auch, wenn du wirklich zuhörst, darüber, wie du bist. Also angenommen, du schneidest jetzt ein Thema an und das mag ich überhaupt nicht. Das wusste ich aber vielleicht gar nicht, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich noch nie befasst habe. Dann merke ich, oh, ich habe da eine Ablehnung gegenüber diesem Thema, das war mir gar nicht so klar. Und anstatt jetzt aber direkt zu sagen, nein, oder mag ich nicht, wäre es doch viel spannender zu sagen, warum habe ich denn das, wo kommt denn das her? Warum ist denn das so, ist das richtig? Oder könnte ich da was lernen draus? Und dann fängst du an, dich zu entwickeln. Also durch Zuhören lernst du wahnsinnig viel. Nicht nur über das, was der andere erzählt, sondern ganz viel auch über dich. Also wenn ein anderer redet, hörst du immer auch, was du denkst. Ich glaube auch, dass das, was du gerade sagst, da ein ganz großer Knackpunkt in diesen ganzen politischen Debatten drinsteckt, dass einfach viele Menschen auf ein paar Dinge
gucken oder aufmerksam machen wollen, die sie stören, die jetzt per se kein, ich würde jetzt sagen, dass das jetzt per se, zum Beispiel jetzt in diesem Nazi-Beispiel zu bleiben, dass das keine Nazis sind, aber dass die halt Dinge haben, die sie stören und die andere Seite, das passt so nicht in das Lebensbild rein und man merkt sofort, dass das so eine krasse innere Resistenz hervorruft, ja, und die Angst haben, dass es so eine Art Slippery Slope Argument wird, dass wenn sie sich auf dieses Gespräch einlassen, dass sie selber denken, dass das dann konsequenterweise irgendwie in 10 Schritten automatisch dazu führt, dass sie selber irgendwie zu was werden oder etwas sehen, was ihnen nicht passt und sie so einen riesengroßen Konflikt mit ihrer eigenen Moral haben. Aber ich glaube, das ist nur ein Gefühl, was kommt, indem man eben das vermeidet, unter den Teppich kehrt und dieses, wenn du es unter den Teppich kehrst, dass das so in sich unter den Teppich wächst, aber ohne, dass die eigentliche Sache irgendwie wirklich schlimmer geworden ist. Ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber nee, ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja auch, man nennt das ja auch Querschlägereffekt. Also je mehr du versuchst, einen Gedanken zu verdrängen, desto stärker wird der, irgendwann wird der auftauchen. Und es ist ja genau, wie du vorhin hattest mit ich wusste nicht, wie er heißt, der vor Chris Angel, wo er sich inspiriert hat. James Randi? War das James Randi oder war das der vor James Randi? Und James Randi hatte als Inspiration Houdini. Houdini hat Entfesselung und Randi war derjenige, der quasi selber dann... Der auch Entfesselungskünstler war übrigens ursprünglich. Ach so, der war auch sogar noch Magier. Ja, also das war, also Randi war ganz klar inspiriert durch Houdini. Okay, krass. Und genau, und dann sozusagen siehst du, ey, da ist irgendwie so ein innerer Konflikt vielleicht, den man halt nach außen projiziert, ja, und dann dort sucht. Und ich glaube, sowas haben wir in alltäglich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise schon mal gehabt. Ja. Und ich glaube, solche Prozesse passieren, dann ist einfach Öl ins Feuer gießen. Aber wir sind ja hier, um über deine Sachen zu sprechen und ich wollte jetzt nicht über Politik abschweifen. Also es ist gerade, leider ist das echt ein Thema, ne? Weil... Wie ist es mit dir? Oh, scheiße, ich habe zwei, drei Fragen habe ich, aber ich weiß nicht, wie es ist. Ich müsste einmal ganz dringend wohin und dann müsste ich auch dann los. Aber zwei, drei Fragen können wir noch machen. Genau, meine erste Frage wäre noch, du hast auch Sachen gehabt, wo du sagst, du erkennst Lügner. Mhm. Woran erkennt man das? Weil da gibt es ja viel irgendwie, dann kommen Leute und sagen, hey, der guckt dann irgendwie immer weg oder nach links oder nach rechts. Ja. Und dann gibt es so abstruse Geschichten und ich gucke immer nach links, also lüge ich immer, oder? Also so einfach ist es nicht, weil wenn es so einfach wäre, dann könnte man ja auch ganz viele Leute genau da drin ausbilden und dann wären das die perfekten Lügenerkenner-Profiler. Es gibt kein Anzeichen für Lüge, es gibt nur Anzeichen für Stress. Mhm. Das bedeutet, ich kann in dem Moment unter Umständen eine Lüge erkennen, indem ich weiß, dass das, was der andere sagt, den anderen stresst, weil er nicht die Wahrheit sagt. Das ist auch einer der Gründe, warum, wenn jemand sehr viel Zeit hat, sich vorzubereiten auf irgendeine Story, die er erzählt, die aber gar nicht stimmt, und das wirklich einstudieren kann und sich überlegen kann und total entspannt ist, während das erzählt, da wirst du es nicht erkennen. Wenn aber jemand auf frischer Tat bei irgendwas ertappt wird und dann fängst du an, Fragen zu stellen und dann guckst du, wann hat er Stress und wann reagiert er komisch, wann bricht er einen Blickkontakt ab, nachdem er ihn vorher gehalten hat, oder er hält ihn die ganze Zeit, nachdem er vorher viel nachgedacht hat. Dann hast du die Möglichkeit, das zu erkennen. Aber es ist immer ein Faktor mit dabei der Unsicherheit. Also es gibt nicht das eine Zeichen. Aber ich kann dir ein paar Anzeichen für Stress geben. Also eins ist zum Beispiel vermehrtes Berühren im Gesicht. Wir saßen jetzt die ganze Zeit hier vollkommen entspannt. Stell dir vor, du fängst jetzt an, über ein Thema mit mir zu sprechen, wo du merkst, ah, da fühlt er sich unwohl. Ich fange an, mich vermehrt im Gesicht zu berühren, während ich darüber spreche. Dann heißt das, dass mit diesem Thema Stress verbunden ist. Du weißt aber nicht, wo der Stress herkommt. Kann auch sein, dass ich gestresst bin, weil ich unter Zeitdruck bin plötzlich. Man darf also nicht den Fehler machen, das miteinander zu verwechseln. Man nennt das übrigens Othello-Fehler nach Shakespeare, Othello, weil die Frau Othellos wurde zum Tode verurteilt, weil er gesagt hat, sie hatte eine Affäre und sie hat alle Anzeichen von Stress gezeigt. In Wirklichkeit war sie aber so gestresst, ohne irgendetwas getan zu haben, weil sie total Angst vor der Strafe hatte. Deshalb heißt das Othello-Fehler. Ein bisschen Kafka-mäßig. Ja, weit davor allerdings schon. Ein anderes Zeichen für Stress ist zum Beispiel vermehrtes Bewegen. Also jede Bewegung mehr. Es geht aber darum, Veränderung in dem wahrzunehmen. Also zum Beispiel siehst du, wenn du mich jetzt anschaust, wenn ich über etwas nachdenke, dass ich mit dem Blick immer wieder mal weggehe und wenn ich meinen Punkt gefunden habe, dann komme ich wieder zurück. Das heißt, wenn wir Informationen suchen, dann brechen wir den Blickkontakt kurz ab, weil wir auch nicht unterbrochen werden wollen. Ja? Du kannst mich jetzt gar nicht unterbrechen in irgendeiner Form, weil ich sehe es ja nicht. Und wenn ich die Information gefunden habe, dann gucke ich nochmal zurück. Und das ist jeweils woanders. Wenn ich das jetzt plötzlich gar nicht mehr mache, also die ganze Zeit in die Augen schaue,
dann kannst du entweder davon ausgehen, der ist sich so sicher, der weiß alles darüber, der braucht keine Sekunde nachdenken. Ist aber eher seltsam. Ist auch ganz selten nur. Oder aber irgendwas stimmt nicht. Also einer der größten Irrtümer, die da draußen unterwegs sind, ist es, wenn jemand dir in die Augen schaut, dann lügt er nicht. Das ist totaler Quatsch. Okay, das freut mich. Ich habe sehr große Probleme, Blickkontakt mit Menschen zu halten, wenn ich rede. Ich gucke immer gerne woanders hin. Ja, weil mich zum Beispiel Mimik und so Sachen immer sehr schnell aus dem Ding bringen. Ja, da gibt es ja ganz viele Studien drüber. Wenn wir etwas erzählen, das uns wichtig ist, dann schauen wir in der Regel nicht hin, weil wir nicht unterbrochen werden wollen. Also ich gebe dir ja die Möglichkeit gar nicht, mit irgendeiner Mimik mich zu unterbrechen. Hm. Du könntest laut werden und dann gucke ich hin, also du könntest was sagen. Ja. Außerdem, wenn wir nachdenken, gucken wir in der Regel dem anderen nicht ins Gesicht. Und wenn wir unseren Punkt fertig formuliert haben, entweder in Gedanken oder auch wirklich, dann gucken wir den anderen nochmal an, um eine Rückmeldung zu kriegen. Dagegen, wenn wir zuhören, dann schauen wir dem anderen ins Gesicht. Also es wäre ganz komisch, wenn du mir was erzählst und ich gucke die ganze Zeit hier so rüber. Wenn ich dir aber was erzähle und gucke kurz darüber, dann ist das für dich gar nicht komisch. Dann ist die zweite Frage, die ich hatte, ist, du kennst doch diesen maskierten Magier, der die ganzen Tricks zeigt. Mhm. Was ist deine Meinung und Einstellung zu sowas? Weil das ist ja irgendwo auch, es sind viele Tricks, die sich Leute ausgedacht haben, die auch irgendwie von dem Mysterium leben und dann kommt einer und macht eine ganze Karriere daraus, sozusagen das halt zu zeigen, wie funktioniert das Ganze. Ja, ist ein Arschloch. Finde ich ganz einfache Worte für. Das ist ein Typ, der hat Tricks genommen, die er weder erfunden hat, noch haben sie ihm gehört, weil er sie in irgendeiner Form für sich exklusiv gekauft hätte. Und das macht man nicht. Das ist das Erste. Also es geht komplett gegen die Berufsethik. Und das Zweite, er hat etwas gemacht, was wir ganz am Anfang von diesem Gespräch schon thematisiert hatten. Er hat Dinge komplett übersimplifiziert. Er hat gezeigt, wie etwas geht und danach sich immer hingestellt und gesagt, so einfach geht das. Und ich finde, das ist genau falsch. In dieser Einfachheit liegt doch eine unglaubliche Genialität, dass ich es schaffen kann, dich zu täuschen. Mit so etwas Einfachem ist für mich eben ein Zeichen von absolutem Erfindergeist, von unglaublich geistreicher Intelligenz. Also ich sehe das genau anders. Anstatt zu sagen, so einfach geht das, würde ich sagen, fantastisch, guck mal, so einfach ist das. Und ich falle drauf rein, das ist doch toll. Mhm. Denn wir reden hier von Leuten, die andere unterhalten wollten. Wir reden davon, dass Zauberkünstler auf einer Bühne oder Close-up anderen Menschen eine Freude machen wollen, indem sie zum Staunen bringen. Und Staunen haben wir verlernt. Staunen ist eine so wichtige, tolle Emotion, die wir viel zu selten nur noch haben. Wir versuchen, alles zu zerreden und zu erklären. Und vielleicht fasziniert mich deshalb auch das Geheimnisvolle so. Vielleicht bin ich deshalb Zauberkünstler geworden und später Mentalist und Gedankenleser, weil den Kern hat es ja noch. Ich unterhalte Menschen dadurch, dass ich sie zum Staunen bringe. Ist diese Entfesselungskunst, das ist meine allerletzte Frage, weil mich das wollte ich vorhin schon fragen, ist das schwierig, ist das zu einem, gibt es Zeitpunkte bei Tricks, so Entfesselungsmagien und so, wo du sagst, oh shit, wenn da jetzt nicht alles glatt läuft, ist der in einer lebensgefährlichen Situation? Ich kann ja über Entfesselungen gar nichts erzählen, da habe ich mich überhaupt nie mit befasst. Nie? Nee. Also da kann ich dir tatsächlich nichts zu sagen. Okay, sonst in allem dem, was du machst, ist ja nie eine Gefahr drin, sondern das ist halt, klar, der Trick kann floppen, aber... Das stimmt, ich bin kein... also es kommt natürlich immer darauf an, auch was für ein Typ du bist. Ich bin niemand, der die Gefahr sucht. Ich gehe auch durchs Leben nicht als ein Krieger, ja, der gegen alles kämpft oder der ganz bewusst Gefahren sucht, so Adrenalin-Junkie oder ähnliches. Das habe ich überhaupt nicht. Ich bin eher so ein Abenteurer. Ich stürze mich in was komplett rein und gucke mal, was passiert. Das kann auch mal gefährlich werden. Also ich habe zum Beispiel zwei Nummern gezeigt, die tatsächlich gefährlich waren fürs Fernsehen. Das eine war, ich bin mal mit Michaela Schaffrath mit verbundenen Augen im Audi TT eine Gebirgsstraße lang gefetzt. Das heißt, sie hat mir die Augen verklebt und verbunden. Da kam noch eine Kapuze drüber und ich bin mit verbundenen Augen diese Gebirgsstraße mit ihr lang gefahren, sie als Beifahrerin. Da gibt es noch ein schönes Video zu auch. Das war nicht ganz ohne, kann man wirklich sagen, auch tatsächlich eine Kamera kaputt gefahren dabei.
ja, fürs Fernsehen. Und eine andere Nummer, die ich gemacht habe, die wirklich gefährlich war, und die ist danach dann zu ganz großem Ruhm gekommen, nicht durch mich, war, dass ich 6 Pappbecher auf dem Tisch stehen hatte und unter einem dieser Pappbecher ist ein Nagel, der durch ein Brett geschlagen wurde, der so nach oben steht. Schon mal gesehen vielleicht. Und man schlägt da drauf, bis noch einer übrig bleibt. Und das habe ich auch fürs Fernsehen gemacht, damals mit Wiegald Boning. Mhm. Das hat geklappt und ich bin dann übermütig geworden und habe die Nummer dann danach sehr oft gezeigt. Und ich gebe es zu, ich bin einer derjenigen, die man mit der Hand dann tatsächlich in den Nagel reingehauen haben. Hab schwer Glück gehabt. Leider sieht man die Narbe nicht. Ich könnte da super mit angeben, wenn ich jetzt so einen riesen Narbe in der Hand hätte. Aber leider genau, interessanterweise, das ist die Lebenslinie. Und ich habe genau in dem Zeitpunkt da reingeschlagen, in dem ich im Leben auch war. Also ich habe mich mit Handlesen mal befasst. Ja, also genau der Lebensabschnitt, wo ich war, da ist der Nagel rein. Und das Schlimmste war gar nicht mal das in den Nagel hauen selbst. Viel schlimmer war es danach, zum Arzt zu gehen und ihm diese Wunde zu zeigen. Und der fragt, was haben Sie denn da gemacht? Und die Erklärung war einfach peinlich. Und da 6 so Becher, einer ist ein Nagel drunter und dann haust du auf die anderen 5 drauf. Der Arzt hat auch gesagt, sag mal, das war per Sie mit mir, dann Sie haben sie doch nicht mehr alle. Dann habe ich gesagt, ja, Sie haben vollkommen recht. Und er hat mir nämlich auch erklärt, dass, also es gibt einen Punkt an der Hand, wo sämtliche Nervenenden zusammenlaufen. Mhm. Und wenn der durchtrennt wird, dann kannst du, dann ist die Hand halt taub, ist so. Du kannst sie nicht mehr bewegen. Und ich war wirklich ganz knapp nebendran und es ist nichts passiert. Ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt. Hab mir dann aber lange Gedanken gemacht, ist es gute Unterhaltung, so etwas zu zeigen? Und nein, für mich nicht. Kommt drauf an welchem Ende du stehst. Genau, und ich habe es dann nicht mehr gezeigt. Ansonsten bin ich tatsächlich keiner, der die Gefahr bewusst sucht. Und deshalb waren für mich Entfesselungen waren nie ein Thema, das mich gereizt hätte. Krass. Ey, vielen, vielen Dank für den Einblick heute und für die auch, ich glaube, kann man wirklich sagen, wertvollen Tipps, die man mit nach Hause nehmen kann. Auch wenn man das vielleicht gar nicht denkt, wenn man sich so ganz oberflächlich mit sowas beschäftigt. Danke für die Einladung. Nee, danke dir für deine Zeit. Und falls ihr Fragen habt, irgendwelche Dinge, die euch besonders interessieren, runter in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag um 12 Uhr. Lasst einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, wie es funktioniert. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.